So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Adelheid-Foyer des Rathauses zu unserer ersten Veranstaltung in unserer Reihe Wissenschaft im Rathaus in diesem Jahr. Heute mit einem Thema, was, denke ich, das Anliegen dieser Reihe ganz gut illustriert, nämlich zu zeigen, was hier in den Magdeburger Forschungseinrichtungen und Laboren stattfindet und welche Relevanz das auch für alle von uns im Alltag und auch für das große Ganze haben kann. Ich denke, dazu wird dieser heutige Vortrag gut geeignet sein. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Vortragenden heute. Das ist Herr Professor Schinzer, Lehrstuhlinhaber für organische Chemie an der Otto von Guericke Universität. Freue mich sehr, dass es heute klappt, dass Sie den Vortrag hier halten können, und heiße Sie herzlich willkommen. Herr Professor Schütze, Sie sind seit 1997, wenn ich es recht gelesen habe, hier in Magdeburg an der Otto von Guericke Universität und haben jetzt Ende November den Forschungspreis der Otto von Guericke Universität erhalten. Dafür auch nochmal von dieser Seite herzlichen Glückwunsch. Sie beschäftigen sich mit Ihrer Forschungsgruppe darum, natürliche Moleküle synthetisch herzustellen und damit ihre Wirksamkeit für medizinische Anwendungen nutzbar zu machen, unter anderem in der Krebstherapie, aber eben auch bei der Herstellung von mRNA-Impfstoffen. Und da geht es um das Cholesterol, was synthetisch hier in Magdeburg, also wo ein Verfahren entwickelt wurde, um die mRNA-Impfstoffe sicherer zu machen und auch effektiver herstellen zu können. Das, denke ich, werden Sie uns in Ihrem Vortrag ausführlich erläutern, und da freuen wir uns drauf. Vielen Dank, dass Sie da sind. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Einführung. Ich bin der Einladung sehr gerne nachgekommen. Es ist ja so, normalerweise an der Uni trägt man vor, mal in der Regel irgendwelchen wissenschaftlichen Kongressen. Ich muss sagen, die finden ja leider nicht mehr statt. Also ich wäre eigentlich jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen in Lillehammer in Norwegen gewesen. Eine Woche vorher hätte ich eigentlich in Hawaii sein müssen. Wie so oft fällt alles aus. Und es sind immer nur so ein paar Tage, wie man um die halbe Welt fliegt. Das heißt, muss ich gleich sagen, mein CO2-Abdruck ist wahrscheinlich nicht der beste. Und darüber wollte ich nicht reden. Es freut mich, mal vor so einem Auditorium wieder vortragen zu können und Ihnen einiges zu berichten, was wir sozusagen in unseren Laboratorien so machen. Das passt jetzt ganz gut, wie in der Einführung schon gesagt wurde, im Zusammenhang mit diesen ganzen Diskussionen. Ich habe es ja gerade gemerkt, um meinem Büro hierher zu gehen. Die Stadt ist relativ voll, nicht mit Gästen, die zu diesem Vortrag kommen, sondern die zu anderen Veranstaltungen, wie Sie alle wissen, aufbrechen. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen einige Dinge berichten heute Abend, was wir in diesem Zusammenhang gemacht haben in der letzten Zeit. Ich möchte eine gewisse Einführung auch machen. Sie sehen es ja schon, erschrecken Sie nicht, dieses Bild hier. Es sind relativ komplexe Moleküle abgebildet. Ich möchte nicht sozusagen Sie mit Synthesen langweilen, was diese komplexen Moleküle angeht. Aber ich möchte Ihnen ein bisschen was sagen über unsere Philosophie. Warum machen wir das? Was kann man heutzutage machen? Wo steht die Synthese sozusagen? Wie geht man vor? Wie funktionieren auch diese Impfstoffe? Da werden wir ja auch hinkommen. Das wird das Hauptthema sein. Ich habe so einige Cartoons, wie man heutzutage auf Neudeutsch sagt, auch dabei, wo das ein bisschen illustriert ist, wo wir sozusagen, weil die Moleküle sehr komplex sind, so ein bisschen abheben und man das so in kleinen Videoshots sozusagen erkennen kann, wie diese Prinzipien sind, was da eigentlich passiert, auch gerade bei diesen Impfstoffen und wie das Ganze so funktioniert. Ehe ich dahin komme, wie gesagt, zunächst mal so eine kleine Einführung, worum es geht, was Sie hier an der am Bild sehen, oder ist ja an der Tafel nachempfunden, erinnert Sie ja vielleicht ein bisschen an Ihre Schulzeit. Ich denke, das Auditorium ist ja interessiert an dieser Thematik. Insofern kann ich ein bisschen was dazu sagen. Was wir hier sehen, sind sozusagen drei Naturstoffe. Ich beschäftige mich in erster Linie mit Naturstoffen, mit Synthese von Naturstoffen. Das heißt, wie schon gesagt wurde, mit sozusagen der künstlichen Herstellung komplexer Moleküle, die in der Regel aus der Natur kommen und die wir nachbauen aus verschiedenen Gründen. Ich werde Ihnen noch
sagen, warum wir das machen. Was wir hier oben links sehen, ist ein sehr komplexes Molekül, das nennt sich Neosorangizin A. Das ist ein ganz neuer Antibiotikatyp. Das wäre ja auch ein Vortrag für sich. Sie erinnern sich vielleicht, als Frau Merkel noch Bundeskanzlerin war vor einigen Jahren, war ja in Elmau in Bayern dieses, ich weiß nicht, G, das ändert sich ja hin und wieder, welches G, ob G7 oder G8. Ich habe es schon wieder vergessen, jedenfalls war da so ein Sondertopic sozusagen Antibiotika, weil es gibt so eine Innovationslücke bei Antibiotika, das kennen Sie vielleicht auch aus der Presse. Und man sagt ja nicht heutzutage, dass so um das Jahr 2050 man davon ausgehen kann, dass Infektionskrankheiten, eigentlich die schlimmen Krankheiten, mit denen wir uns jetzt rumschlagen, wie Krebs, Herz-Kreislauf und diese ganzen Sachen, dass Infektionen das alles überholen wird, weil es einfach einen Mangel gibt, sagen wir mal, an Antibiotikatypen, man hat das vernachlässigt. Es geht um neue Strukturtypen. Ein bisschen liegt es auch an den Medizinern, muss ich ja sagen. Es ist eine ziemliche Verschreibungsfreudigkeit vielleicht heute. Man macht wenig Mikrobiologie, was eigentlich, sagen wir mal, sehr oft angezeigt wäre. Insofern gibt es natürlich, sagen wir mal, ein gewisses Potenzial für eine schnellere Resistenzbildung. Nichtsdestotrotz, das ist ein ganz neuer Antibiotikatyp, der über Bakterien erzeugt wird. Das Besondere an diesen Bakterien ist, dass sie auch speziell gegen Gram-Negative, Sie wissen, es gibt Gram-Positive, Negativ auf die ganzen Details brauchen wir nicht einzugehen. Das sind eigentlich die komplexeren, was die Behandlung angeht. Diese Substanz ist speziell wirksam gegen diese schlimmen Krankenhauskeime, die speziell in den Intensivstationen, ist ja auch ein Thema jetzt wie Acinetobacter baumannii, das sind diese multiresistenten Krankenhauskeime. Speziell diese Substanz ist aktiv dagegen. Neuer Strukturtyp, sehr komplex, wir synthetisieren die und hoffen, dass es zu einer Entwicklung führt, wenn die Synthese mal steht. Ich habe eigentlich den Champagner schon gekauft, noch nicht kaltgestellt, aber es könnte tatsächlich in dieser Woche was werden, dass wir weltweit die erste Synthese dieses komplexen Moleküls machen. Und darüber werde ich nicht reden, nur ein bisschen was unterwegs auch, was dafür Zusammenhänge sind. Das ist also ein Antibiotikum, kommt aus der Natur, aus Bakterien. Was wir rechts daneben sehen, kommt auch aus Bakterien, interessanterweise von den gleichen Bakterien. Das sind sogenannte Myxobakterien, ganz interessanter Bakterientyp. Die haben ein unheimliches Potenzial, wie man sagt, um sogenannte Sekundärmetabolite herzustellen. Man spricht ja von einem Primärmetabolismus, das ist alles, was mit Proteinen und so Eiweißen und sowas zusammenhängt, Zucker und diesen ganzen Sachen. Und sogenannte Sekundärmetabolite sind ganz lustige Moleküle, die sehen auch schön aus, ästhetisch, wie ich auch finde. Die Organismen machen das, man weiß oft nicht warum. Es ist in vielen Fällen wirklich nicht aufgeklärt. Manchmal ist es Fraßschutz, kommt ganz drauf an. Manchmal weiß man es auch gar nicht. Und dieses Bakterium macht ganz was anderes noch, die machen unheimlich viel, ich kann nicht auf alles eingehen, das ist Disoprazol. Das ist eine super aktive Verbindung, die ist sehr relevant für die Krebstherapie, hoffentlich in der Zukunft, die ist so aktiv, dass wir sie sogar an ein Vehikel anhängen müssen, weil sie sonst so toxisch ist und sehr extrem effektiv, kann man sagen, Zellteilung hemmt und sozusagen diese Apoptose, diesen programmierten Zelltod einleitet. Also eine hochinteressante Substanz, die sicher in der Krebstherapie eine Rolle spielt, schließlich Cholesterol, eigentlich der große Aufhänger für heute, eine wichtige Substanz im Zusammenhang mit diesem sogenannten Lipid-Cocktail bei diesen modernen mRNA-Impfstoffen. Ich werde noch sehr genau im Detail darauf eingehen, was die Rolle dabei ist. So viel am Anfang, die sind ja ziemlich im Gerede, kann man auch sagen, diese mRNA-Impfstoffe. Es wird ein enormes Feld sein in der Zukunft, das kann man ganz klar schon sagen, können Sie auch schon kommerziell ersehen, die am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Unternehmen momentan ist BioNTech hier in Deutschland und Moderna in den USA. Da hängt also unheimlich Musik drin, sozusagen auf Deutsch gesagt, was das Potenzial angeht, auch was die geschäftliche Entwicklung angeht und auch was die Behandlung von vielen Krankheiten angehen wird. Es geht also in diesen ganzen Bereich ein, Tumortherapie und so, und ich denke, dass Sie am Ende des Vortrags das nachvollziehen können, warum das so relevant ist. Gut, das hat eine sehr wichtige Funktion letztlich bei der Freisetzung von diesen Substanzen. Und wie gesagt, wir werden uns sehr genau noch damit beschäftigen, was Cholesterol für eine Funktion hat. Gut, Naturstoffe, sagt man, sind privilegierte Strukturen. Das klingt jetzt nicht besonders chemisch. Man sagt es einfach deshalb, weil Naturstoffe, das sind sogenannte Small Molecules in der Regel auf Neudeutsch, also relativ kleine Moleküle, weil es gibt immer sozusagen einen Counterpart. Wenn Sie irgendeine biologische Wirkung haben im Körper, haben Sie immer ein kleines Molekül, ein Naturstoff, und dann haben Sie irgendwas sehr Großes aus unserem Körper. Das sind in der Regel Eiweiße, Proteine, die eine spezifische Funktion haben und die eine Wechselwirkung machen.
mit diesen kleinen Molekülen. Und viele Leute, viele Wissenschaftler sagen, aufgrund der ganzen Evolution, es gibt eine sehr lange Zeitgeschichte sozusagen zwischen Sekundärmetaboliten, diesen kleinen Molekülen und der Proteinwelt, sodass a priori da irgendein Zusammenhang besteht und man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass diese Substanzen, die von anderen Organismen hergestellt werden, irgendeine Interaktion mit biologischen Strukturen machen. Ich werde Ihnen das noch zeigen an einigen Sachen, wie das abläuft. Oder da gibt es eine ganze Menge Bücher, das ist ein Bestseller, ist momentan ziemlich vergriffen, Molecules That Change the World, von Casey Nicolau, der früher Direktor am Scripps Institut, sehr bekanntes Institut in den USA war, der sich auch damit beschäftigt, wo eine ganze Menge Beispiele drin sind von sehr vielen Naturstoffen, die sehr bedeutsam waren in letzter Zeit. Nun, es gibt sehr unterschiedliche Organismen, das will ich Ihnen auch noch zeigen, die vielleicht Naturstoffe erzeugen. Hier, das sind diese Pfeilgiftfrösche aus Südamerika in erster Linie, die haben eigentlich auf ihrer Haut, erzeugen die sogenannte Alkaloide, das sind auch Naturstoffe, wo Stickstoffatome drin sind, was die Indios da verwenden in diesen Glasrohren die träufeln sozusagen etwas von den Sekreten, von der Haut, von diesen Fröschen auf diese Pfeilgifte und die sind unheimlich neurotoxisch. Das sind sogenannte Inhibitoren von der Acetylcholin-Esterase, sagt man auch, genau wie Novichok oder diese modernen Kampfstoffe, gleiches Prinzip. Das können diese Organismen auch, sowas wie Histrionikotoxin, also gibt es eine ganze Menge Moleküle, die da eine Rolle spielen. Hier ganz was anderes, eine Konifere, die bei uns wächst, langsam wachsende Konifere, eine Eibe, sehr wichtige Substanz eines sogenannten Blockbuster heutzutage, wie man das kommerziell nennt. Das sind Substanzen, die mehr als $1 Milliarde im Jahr einbringen an Handelsvolumen. Diese Substanz Taxol, kennen vielleicht viele von Ihnen, ein Krebstherapeutikum, auch ein Zytostatikum, ein sogenannter Tubulin-Antagonist, also lange bekannt, 2,9 Milliarden sind, glaube ich, die aktuellen Zahlen, wird gewonnen aus der Eibe heutzutage. Da gab es sogar eine Bürgerbewegung, heutzutage gibt es immer Bürgerbewegungen in Kalifornien vor 2 Jahrzehnten, weil die Leute Angst hatten, dass diese ganzen langsam wachsenden Eigenwälder abgeholzt werden. Man hat es inzwischen so hingekriegt, dass man eine Nadelernte macht, das nennt man Semisynthese. Man extrahiert aus diesen Nadeln sozusagen Grundstoff, macht ein paar chemische Stufen dran, wie wir das auch genau bei Cholesterol machen, wie Sie später sehen werden. Und dann erzeugt man daraus den Wirkstoff, also ganz was anderes. Das sind diese sogenannten Myxobakterien, wo ich eben schon diese beiden Strukturen gezeigt habe, die ein unheimliches Portfolio an Sekundärmetaboliten erzeugen. Das wird federführend bearbeitet, komme ich auch noch ganz kurz zu, am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Ich hatte ja vorher eine Professur in Braunschweig, insofern habe ich lange sozusagen Verbindungen zum Helmholtz-Zentrum. Das ist ganz was anderes, jetzt ein Bakterium, eben Antibiotika, alles Mögliche. Gut, das kennen Sie auch alle, Fliegenpilz. Ganze ist nicht so toxisch eigentlich, oder der ist nicht so toxisch, wie man eigentlich glaubt. Also der Knollenblätterpilz ist deutlich toxischer. Hat teilweise halluzinogene Wirkungen, aber gut, viele Leute überleben es auch nicht. Dieses Muscarin ist eigentlich unbedeutend, was da drin ist. Das ist Ibotensäure in der Regel. Das ist eine nicht proteinogene Aminosäure, wie Sie vielleicht aus Ihrer Schulzeit noch wissen. Es gibt 20 essentielle Aminosäuren oder 20 Aminosäuren, die Proteine eine Rolle spielen, wovon 8 essentiell sind. Das heißt, von den 20 können wir 8 nicht de novo synthetisieren über unsere eigene Maschinerie, sondern müssen wir sozusagen in der Nahrung aufnehmen. Und es gibt sogenannte nicht-protogenoine Natur- oder Aminosäuren. Das heißt, die kommen überhaupt nicht vor im sozusagen Primärstoffwechsel. Die sind einfach nur Aminosäuren von der chemischen Struktur her. Das ist das eigentliche toxische Prinzip hier im Fliegenpilz. Okay, Streptomyzeten, wieder ganz andere Bakterien, Penicillinproduktion, Sie sehen, das ist unheimlich vielfältig, was da gemacht werden kann. Und schließlich der arme Kerl hier, ein Fugu oder Kugelfisch, das sehr giftige Sache, die in Japan ist ja Tradition, wie Sie vielleicht wissen, so ein Fugu essen, wenn man nach Japan kommt, auch als Wissenschaftler, wird man ab einem bestimmten Punkt auch zu einem Fugu Essen eingeladen. Ist die Frage, ob man es macht. Es gibt ja so eine diplomierte Köche. Das Prinzip ist, die Substanz ist sehr wasserlöslich. Es wird sehr dünn geschnitten, es muss viel gewaschen werden und es wird auch nur zu bestimmten Jahreszeiten sozusagen gefangen. Gut, was ich sagen will,
Es gibt eben sehr unterschiedliche Substanzen. Die Substanz hier heißt Tetrodotoxin, ganz anderer Struktur, also völlig unterschiedliche Strukturen, die wir hier sehen. Ich will nur die Vielfalt aufzeigen der Natur an Substanzen, die sie hervorbringt. Nun, wie gewinnen wir diese Substanzen? Das kann man in vielen Fällen mit sogenannten Fermentern machen. Das heißt, es so biotechnologische Verfahren. Die sind ja sehr populär heutzutage, wenn man Bakterienstämme oder so etwas kultivieren kann. Dann wird das fermentiert und Sie können sogenannten Upscale machen. Das heißt, Sie können das in großem Stil herstellen. Was wir im Labor oft machen, sind Soxhlet-Extraktionen. Das heißt, so eine Mimik, Sie kochen hier irgendwas mit einem Lösungsmittel. Hier haben Sie irgendeine Art Tee, kann alles Mögliche sein, irgendwelche Pflanzen, tierische Produkte. Und das wird immer im Kreislauf sozusagen, hier wird es erhitzt, kondensiert durch. Und wäscht sozusagen die Substanz raus, die wir dann isolieren können. Das ist so ein Vorgehen. Das ist eine Doktorandin von mir, Frau Rositza, die chromatographiert hier gerade was. Das heißt, sind so Trendverfahren, wie wir das machen, wenn Sie das isolieren aus der Natur. Und das können wir so nachverfolgen. Das wird angefärbt, diese Dünnschichten. Und dann jeder Punkt repräsentiert sozusagen eine Substanz. Man kann das trennen über solche Verfahren. Dann haben wir natürlich eine komplexe Analytik. Das sind alles Systeme, die rund um die Uhr laufen, auch bei uns, sogenannte Autosampler. Ich habe das hier mal aufgeklappt, da sind über 100 Proben drin. Das läuft vollautomatisch ab. In diesem System wird sozusagen getrennt und von jeder Fraktion wird die Masse bestimmt, was uns dann, sagen wir, Auskunft gibt, was vielleicht das sein könnte. Und das können wir dann auch aufklären. Auch sowas vielleicht Simples wie Kristalle ist sehr bedeutsam, weil Kristalle kann man röntgen. Das werde ich auch noch zeigen. Da haben Sie einen sehr guten Eindruck einer dreidimensionalen Struktur über die Röntgenreflexe eben, die Sie dadurch messen können. Gut, ich will Ihnen nur noch ein paar Beispiele geben, wie bedeutsam das ist. Schlafmohn kennt auch jeder. Aus Schlafmohn letztlich oder aus dem Rohopium wird ein Antitussivum, also ein Hustenmittel, was sehr populär ist in der Verschreibung, gerade bei Kindern, das Kapval, erzeugt. Die Basis dafür ist Noscapin, ist sozusagen ein relativ unbedeutendes Nebenprodukt im Rohopium. Wir haben da auch eine industriell taugliche Synthese entwickelt, weil man kann sich denken, es geht hier so ein bisschen ums goldene Dreieck, obwohl es so ein, es gibt ein Monopol über Mallinckrodt in den USA, was Rohopium angeht. Es hängt ja so ein bisschen mit dem goldenen Dreieck zusammen, mit den ganzen Drogengeschichten und so etwas. Deswegen wollte die Firma sozusagen, die Kapval vertreibt, etwas unabhängig sein von der manchmal unsicheren Rohstofflage, was Noscapin angeht. Und wir haben da eine Synthese gemacht. Auch ein Alkaloid, die als Backup sozusagen dient, wenn die Rohstofflage sich verschlechtert. Gut, das sind wieder diese Myxobakterien, sind ganz interessante Organismen. Was wir an dem ersten Bild gesehen haben, sind sogenannte vegetative Zellen. Die haben sehr interessanten, sagen wir, morphogenetischen Zyklus, weil die können weiter differenzieren. Es gibt sogenannte Fruchtkörper, die sieht wirklich fast wie Kunst aus. Kann man mit dem bloßen Auge schon sehen, das sind Fruchtkörper von diesem Myxobakterium Sorangium cellulose. Und wie der Name schon sagt, im kleinen Maßstab fressen die Filterpapier. Im Labor können wir die relativ einfach handhaben oder die Mikrobiologen. Das ist das, wo so viele Substanzen rauskommen. Das ist ein Cytostaticum, Xembra ist auf dem Markt. Die Basissubstanz hiervon ist Epotilon, das ist so ein Makrolid. Das ist eben eine Substanz, die diese Bakterien herstellen. Ein ganz anderer Strukturtyp, Sie sehen, wie divers das alles ist. Hier haben wir eine Pflanze, hier haben wir ein Bakterium. Das illustriert eben einfach. Gut, das hatte ich eben schon gesagt, das ist für uns sehr relevant als Chemiker, dass wir Substanzen röntgen können, weil es gibt uns einen exakten Einblick in die 3D-Struktur im Festkörper zumindest. Und Sie sehen hier, das ist ästhetisch auch schön, das ist Noscapin, was man hier sieht. Die Bilder sind leider auf Englisch, aber Sie sehen, die Begriffe werden in der Regel nur anders ausgesprochen im Englischen. Ich erläutere es ja immer auf Deutsch. Also X-Ray ist eine Röntgenstruktur und es dreht sich hier sozusagen, man kann sehr schön diese Struktur erkennen. Für uns ist das sehr wichtig, um einen Eindruck zu haben, wie sieht die Substanz räumlich aus, auch gerade was die Intuition angeht und die Syntheseplanung, weil Sie können sich vorstellen, wir machen Synthesen normalerweise, wenn wir Moleküle machen, aus sehr einfachen Ausgangssubstanzen, die in der Regel kommerziell erhältlich sind. Wir kennen natürlich das Produkt, wir erkennen die dreidimensionale Struktur des Produkts und es gibt uns wichtige Anhaltspunkte, was unsere Syntheseplanung angeht, wie diese Substanz räumlich angeordnet ist, auch was die Wechselwirkung angeht, der Gruppen untereinander. Gut, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Was auch sehr wichtig ist, das ist dieses Antibiotikum, was ich am Anfang erwähnt habe, diese Sorangizin-Gruppe. Sehr wichtig heutzutage bei pharmazeutischen Entwicklungen,
ist immer so wieder die sogenannte Kenntnis des Targets. Von einem Target, also das Zielmolekül, spricht man immer, das ist dieser Proteinteil, der in unserem Körper relevant ist, wenn Sie an Arzneistoffe oder sowas denken, wenn Sie die verschlucken oder infundiert kriegen oder je nachdem, oder über eine Injektion, kommt das ja zunächst entweder in unsere Muskelzellen oder kommt Blutkreislauf, Lymphsystem oder was auch immer oder den Magen-Darm-Trakt und geht dann in Lösung und diffundiert sozusagen und dann passiert irgendetwas und wenn etwas Vernünftiges passiert, was wir angestrebt haben, haben wir irgendeine Wechselwirkung mit einem Protein. Und die Kenntnis dieser Wechselwirkung ist für uns auch sehr relevant, um eine Planung zu machen für sogenannte Wirkstoffe, wie man auch sagt, das sind Substanzen, die eine pharmazeutische Wirkung in der Regel haben. Dadurch hat man einen Einblick und hier zeige ich immer so ein kurzes Video. Wir fahren jetzt mal in diese RNA-Polymerase hinein. Das ist dieses Orangizin, was hier an der Active Site gebunden ist, sozusagen an diesem Protein. Und das gibt uns eine Idee sozusagen, wie ist es eingelagert in dieses System. Und gerade diese RNA-Polymerase kommen wir nachher noch zu. Die ist ja eine sehr bedeutsam jetzt auch bei diesen Virusinfektionen. Gut, das ist jetzt eine bakterielle Polymerase, die etwas anders aufgebaut ist, aber das ist zum Beispiel unser Target oder dieses Antibiotikum, was ich anfangs erwähnt hatte, das Target hierfür ist diese RNA-Polymerase. Das heißt, wenn dieses Zeug bindet in der Active Site, wird sozusagen diese RNA-Polymerase gestoppt und dieses Bakterium kann sich nicht mehr vermehren. Das ist ja das Prinzip sozusagen. Das ist ein Inhibitor sozusagen auf diesem Level, auf diesem RNA-Level. Und man hat heutzutage eine sehr gute Detailkenntnis. Uns interessieren diese Wechselwirkungen, weil wir in der Regel diese Moleküle, man sagt auf Neudeutsch, feintunen. Das heißt, wir modifizieren diese Moleküle etwas, um sie, sagen wir, für den medizinischen Bereich zu optimieren. Weil Naturstoffe haben oft gewisse Nachteile, dass sie vielleicht zu schnell sich irgendwie zersetzen, wenn sie sozusagen wechselwirken mit unserem Blutplasma oder dergleichen. Und dann modifizieren wir, weil wir verstehen sozusagen, was passiert im Plasma? Was passiert im Plasma mit diesen Molekülen? Dann modifizieren wir sie und wie man sagt, um diese sogenannte metabolische Stabilität zu erhöhen. Insofern sind solche Sachen sehr wichtig. Sehr bedeutsam ist auch Computer Modeling. Das heißt, wenn man keine Kristallstrukturen hat, dann macht man so Analogiemodelle. Das heißt, man weiß, wie sagen wir, bestimmte Proteine aussehen, wo es Kristallstrukturen gibt. Und dann nutzt man sogenannte Homologien aus. Das heißt, dann füttert man den Computer mit den Kristalldaten und abstrahiert auf Systeme, wo man noch keine Kristallstruktur hat. Und hier geht es immer um diese sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen. Das sind jetzt keine echten chemischen Bindungen. Also wenn Sie, wie Sie aus Ihrer Schulzeit vielleicht wissen, wenn Sie eine chemische Reaktion machen, dann formen Sie eine chemische Bindung. Das heißt, Sie modifizieren wirklich die molekulare Struktur eines Moleküls, in dem Sie eine neue Bindung knüpfen. Das kann eine Kohlenstoff-Kohlenstoff sein oder was auch immer, Kohlenstoff-Wasserstoff oder irgendwelche anderen Heteroatome. Sehr wichtig bei diesen ganzen Interaktionen, die uns interessieren im Körper, bei Arzneistoffen, auch bei Impfstoffen, das sind sogenannte Sekundärwechselwirkungen. Das sind Wasserstoffbrücken. Das Ganze wird eingepackt. Hier sieht man noch diese Active Site. Das Protein ist vereinfacht, weil es sonst zu komplex ist. Und Sie sehen, was wir hier rausgearbeitet haben, das ist sozusagen die Primärsequenz, hat einfach eine Nummer, das ist hier Arginin 284, das ist, sagen wir mal, eine sehr relevante Wechselwirkung, die uns interessiert jetzt, was ein Design angeht für solche Moleküle. Insofern sind solche Sachen sehr wichtig. Die Krönung ist immer, wenn Sie sozusagen auch wieder eine Kristallstruktur bekommen von so etwas. Und die eigentliche Krönung ist sogar, wenn Sie eine Kristallstruktur bekommen, nicht nur vom Protein selbst, sondern Protein plus Wirkstoff. Oder plus Small Molecule, wie ich es hier genannt habe. Das heißt, wir schauen, es ist das gleiche System, hier ist ein Modeling, sozusagen zylindrisch in so einen Tubulinkanal herein. Das ist ein sehr wichtiges Target jetzt in der Krebstherapie, wie dieses Taxol oder sowas bindet, zum Beispiel auch an dieser Active Site. Und was Sie hier in diesem Kristall sehen, ist, wie dieser Wirkstoff eingelagert ist. Und das gibt uns sehr wichtige Anhaltspunkte. Hier sehen Sie wieder irgendwelche Wasserstoffbrücken, Prolin 274, Threonin 276, das sind sehr wichtige Details für sogenanntes Drug Design. Das heißt, wir können auch reinfahren, wie Sie eben gesehen haben, computermäßig in solche Systeme, wir können uns die Hohlräume anschauen. Das ist natürlich nicht wirklich hohl, sondern es ist Wasser drin, das muss man sich auch immer klar machen. Im Organismus wirklich leer ist sozusagen nichts, außer dem Weltraum selbst, der ist nicht leer. Wie wir wissen, ist alles mit Wasser gefüllt
Und wir designen sozusagen Moleküle in diese Active Site herein, wenn wir diese Daten haben, und modifizieren hier und haben, das können Sie vermessen heutzutage auf Angström-Skalen, und wir können sagen, wir können hier noch 3-4 Cs dranhängen, um die Wirkung zu optimieren. Das funktioniert tatsächlich. Ich meine, es funktioniert nicht immer, aber in sehr vielen Fällen. Das heißt, die Technologie ist wirklich sehr weit fortgeschritten hierbei. Ich zeige Ihnen noch eine ganz interessante Sache. Wir können sogar in die Zellteilung reinschauen, was auch sehr interessant ist. Das haben wir im Zusammenhang damals mit der Schering AG oder Bayer Schering gemacht. Eine Kooperation auch für so ein Zytostatikum, eine Substanz, die eben auch bindet an dieses Target Tubulin. Und wir schauen einfach mal in diesen Zellzyklus rein. Das ist hier ein Zeitraffer natürlich. Das heißt, das, was ich Ihnen zeige, ist einfach eine laufende Zellteilung. Das ist so eine humane Krebszelllinie, Small Lung Cancer, das tut jetzt nichts zur Sache. Wir schauen in diese Zellteilung rein, die man sehr genau verstehen kann. Die Zelle schnürt sich ja so ab. Da gibt es ja ähnlich wie so ein Motorprotein. Es gibt so eine Streckgeschichte mit diesen Tubulinen, wo sozusagen unsere Chromosomen, die jetzt separiert werden und zu diesen vom Äquator zu den Polen verschoben werden, und dann depolymerisiert es wieder. Und diese Wirkstoffe gehen genau in diese Dynamik rein. Das heißt, sie binden an dieses Tubulin und zerstören diese Dynamik. Die Zelle kann das nicht handeln. Kommt sozusagen aus dem Takt, wenn man so will, und dann leitet sie einfach die Apoptose ein. Das heißt, die DNA fragmentiert, das war es dann. Die fliegt auseinander, wie wir gleich sehen werden. Und das jetzt hier in die Zellteilung, hier sehen Sie, wie die sich abschnüren. Es gibt dann sozusagen zwei Tochterzellen, wie man hier sieht, das schnürt sich ab, der Apparat trennt sich, wie man hier im Zeitraffer sieht. Und Sie müssen immer sich vergegenwärtigen, 40 Nanomolar unsichtbare Mengen eines Wirkstoffs zugegen, sozusagen. In der Suppe, und Sie sehen, es fliegt einfach auseinander. Das ist wirklich cool. Das ist tatsächlich der Effekt, den Sie sehen können auf zellulärer Ebene. Wir haben jetzt hier, die würden alle auseinanderfliegen. Das Hauptproblem heutzutage in moderner Krebstherapie, es geht eigentlich nicht mehr um die Aktivität der Substanzen, wie kriege ich sie gezielt sozusagen an die Tumorzelle. Anderes Thema, aber da gibt es auch eine ganze Menge Fortschritte, wie Sie vielleicht wissen. Gut, welche Bedeutung hat das jetzt global gesehen? Da bin ich mit der Einführung auch schon am Ende, das ist eine Sache, die ein paar Jahre alt ist, welche Naturstoffe als APIs und Zungenbrecher, Active Pharmaceutical Ingredient, gibt es kein vernünftiges amerikanisches oder englisches Wort für Wirkstoff, einfach in Amerika sagt man immer Drug, und das hat hier eine andere Bedeutung, deswegen wird in der pharmazeutischen Industrie immer von API, also Active Pharmaceutical Ingredient ist ein Wirkstoff, immer APIs, wenn Sie das sehen. David Newman ist einer der Direktoren vom National Institute of Health, ist ja jetzt auch oft durch die Presse gegangen im Zusammenhang mit Corona. Was ich hier nur aufzeigen will, ist diese evolutionäre Vereinigung oder dieser Zusammenhang zwischen den kleinen Molekülen aus Sekundärmetaboliten und den Proteinen auf der anderen Seite aus den lebenden Organismen. Dieser Kuchen hier zeigt eigentlich, dass das größte Tortenstück sind völlig synthetische Moleküle schon heutzutage, muss man sagen. Gut, das ist rund ein Drittel, aber ist die größte Einzelgruppe. Man kann generell sagen, dass knapp 2/3 auch heutzutage aller zugelassenen, deswegen steht hier FDA Approved Drugs, das liest man ja auch immer wieder, also von der amerikanischen Zulassungsbehörde ist ja irgendwie so der Goldstandard. FDA Approved ist dann immer gut, und dann geht es über die EMA auch relativ zügig. Also alles, was die FDA zugelassen hat, 2/3 aller zugelassenen Medikamente auch heutzutage, sagen wir, in den Hauptkrankheitsindikationen, also kardiovaskular, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, ganz alle Infektionskrankheiten und natürlich auch neurodegenerative Erkrankungen, haben irgendeinen Zusammenhang mit Naturstoffen. Das ist wirklich sehr interessant. Natürlich nicht Naturstoffe selbst, die sind manchmal zu toxisch, manchmal irgendwie zu schlapp, wir müssen sie modifizieren sozusagen. Dafür sind wir gut als Chemiker. Man sagt ja abfällig, ein bisschen Chemiker sind Molekülklempner. Und so weit würde ich nicht gehen, aber wir sind in der Lage, sagen wir mal, nach sehr rationalen Kriterien Moleküle zu designen. Ich habe Ihnen ja die Hilfsmittel und die Werkzeuge gezeigt, wie man das machen kann. Das heißt, Naturstoffe spielen wirklich eine große Rolle. Hier nochmal zusammengefasst zu einer Entwicklung, das haben Sie vielleicht auch heute oder heutzutage schon oft gesehen. Das ist so ein Entwicklungsschema eines modernen Medikaments, wie sich das heutzutage darstellt. Ich habe ja gesagt, dieses sogenannte biologische Target ist sehr wichtig. Sie können keine Medikamentenentwicklung heutzutage mehr starten, ohne dass nicht das Target bekannt ist. Das heißt, keiner wird mehr irgendwas finanzieren, wenn Sie einfach ins Blaue hineinschießen, sondern Sie brauchen immer genaue Vorstellungen. Das Target muss sozusagen herstellbar sein, isolierbar sein. Man muss sozusagen automatische Tests damit
laufen lassen können, um zu testen, ob Substanzen, Wirkstoffe wirken mit diesem Target. Das nennt man diese Hit-Generation der pharmazeutischen Industrie. Dann geht es weiter, Lead, das sind dann schon, sagen wir mal, mehr Strukturen, die eine Bedeutung haben für weitere Entwicklung aufgrund verschiedener Kriterien, dass sie wirksam sind. Und wenn diese Stufe geschafft ist, geht es in die sogenannten Preclinical Studies, das sind dann die Tierversuche. Das heißt, dann geht das Ganze schon in einen Tierorganismus rein. Das wird heutzutage auch sehr stark kritisiert. Man muss sagen, dass das nach wie vor sehr bedeutsam ist, weil Zellkultur ist eine Sache, das ist alles eher auf dieser Schiene. Zunächst messen Sie das nur am Target selbst, dann kommt die ganze Zelle, dann haben Sie eine Zellkultur, das heißt, dann haben Sie das nächste Problem, dass das Zeug irgendwie durch die Membran muss. Gerade bei den mRNA, was ich Ihnen gleich noch zeigen werde, ist das sehr bedeutsam, dass das Zeug irgendwie in die Zelle hinkommt. Wo es hin soll, das ist die nächste Hürde dann. Und wenn Sie das nehmen, kommen Sie sozusagen in das Tiermodell rein. Und trotz aller Unrufe vielleicht ist man heutzutage nicht in der Lage, auf diese Tierversuche komplett zu verzichten. Natürlich gibt es sehr strenge ethische Kriterien, logischerweise, was auch vernünftig ist. Man muss das alles anmelden. Und das ist auch das, was wir an der Universität, wir können niemals jetzt so weit gehen. Das wird ja vielleicht auch oft gesagt, so ungefähr, wir machen Entwicklungen von Medikamenten. Natürlich nicht nur hier ist das Stoppschild, weil wir haben normalerweise, weil alles, was sozusagen jetzt in den unteren Bereich geht, tangiert das sogenannte Arzneimittelgesetz. Das heißt, es geht in den humanen Bereich herein. Alles das, was wir im Labor herstellen, in unseren Laboratorien zumindest, ist Ende Gelände sozusagen Präklinik oder Tierversuche, weil sie sonst das Arzneimittelgesetz tangieren. Da muss man diese sogenannte GMP-Produktion, werde ich noch darauf eingehen, machen. Das ist diese Good Manufacturing Practice. Das ist so eine Art TÜV für die Labore. Das heißt, da braucht man ein eigenes Gebäude im Prinzip. Von der Abluft bis zu jedem Analysegerät ist alles validiert und alles komplett getrennt von dem Bereich, der nicht human sozusagen ist. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Ist eine ganz andere Größenordnung von den Finanzen und so etwas. Gut, wenn das nennt sich alles noch Early Stage Research, R&D ist immer Research and Development, das heißt Forschung und Entwicklung, das sind immer die Bereiche. Die sind auch schon relativ teuer, also unsere Synthesen, wir kooperieren ja sehr viel, wie Sie sich denken können, mit der pharmazeutischen Industrie, da fließen auch schon Multimillionensummen herein, aber die Summen sind natürlich deutlich höher. Heutzutage eine Entwicklung eines modernen Pharmakons, man sagt, also das ist hier im amerikanischen, bis zu 2 Milliarden US-Dollar ist eigentlich der, sind die Kosten. Gut, dann geht es nach der Präklinik sozusagen in die klinischen Phasen. Man kann sich denken, wenn die Mediziner ins Spiel kommen, wird es immer etwas teurer. Das heißt, wenn Sie hier in Phase 1 gehen, das ist eigentlich nur eine Dosisfindung, da geht es noch nicht um therapeutische Effekte. Phase 2 sind dann therapeutische Effekte. Phase 3 in der Regel müssen Sie eigentlich, wenn Sie heutzutage irgendwas eine Zulassung haben wollen, eine Überlegenheit sogar zeigen, sonst wird das gleich abgeschossen, auf Deutsch gesagt, von den entsprechenden Zulassungsbehörden. Gut, die Impfstoffe ist die Ausnahme, wie Sie alle wissen. Sonst könnte man sagen, nach mRNA hätte man gar nichts mehr zulassen dürfen, weil die Effektivität eigentlich deutlich geringer ist. Das ist hier eine Pandemiesituation, insofern ist das ein bisschen ausgehebelt, sagen wir mal die Kriterien hier. Gut, das ist ein sehr langwieriger Prozess, extrem teuer. Gut, Low Success Rate, das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das heißt, die Erfolgsrate ist eigentlich sehr gering. Man kann die Pharmaindustrie stark kritisieren, dass das extrem teuer ist. Ich habe ja schon von Blockbustern geredet, dass Milliardensummen verdient werden. Es werden aber auf Deutsch gesagt auch Milliarden verbrannt, weil die ganze pharmazeutische Forschung muss finanziert werden. Und ich habe einen ganz guten Überblick eigentlich, was dort an Geld fließt in diesen Schemata hier. Und klar, es geht eine ganze Menge natürlich auch um dieses Shareholder Value. Aber natürlich ist das kein Armenhaus, diese pharmazeutischen Firmen. Dennoch werden immense Summen, können Sie sich vorstellen, in Forschung und Entwicklung gesteckt, weil man kann sagen, 95% der Projekte sterben nicht. Das ist tatsächlich so. Natürlich nicht oft in der Endphase, glücklicherweise, sondern meistens in diesem Bereich, der eine ganze Ecke billiger ist. Das heißt, wenn Sie hier große toxikologische Probleme haben, in diesem Tierbereich ist das in der Regel tot. Obwohl manchmal gibt es gewisse Ausnahmen, weil es feine Unterschiede gibt. Das fängt so bei simplen Sachen an wie pH-Wert vom Plasma. Das ist in manchen Tiermodellen ganz anders als im humanen Bereich, was alles wichtige Kriterien sind, die man bedenken muss. Gut, das nur nochmal, diese Entwicklung, ich bin an einer Entwicklung auch sehr eng beteiligt gewesen, um das mal aufzuzeigen, wie lange das dauert, das ist dieses Xembra, was wir eben gesehen haben, Basissubstanz aus diesen Myxobakterien, sehr bekannte Personen aus Braunschweig, Herr Reichenbach, leider schon verstorben, weltbekannter Mikrobiologe, Herr Höfle ist ein Naturstoffchemiker, die haben sozusagen diese Strukturen gefunden, das war 87,
Dann die Biologie aufgeklärt, diese Tubulin-Geschichte ist 95 gewesen von Vorlag, von Merck Sharp & Dohme in den USA. Sie sehen, welche Zeitspanne hier schon vom Auffindung des Naturstoffs. Die Biologie war hier erst klar. Das Zeug Xembra ist von Bristol Myers Squibb, also BMS 2007, metastasierten Brustkrebs auf den Markt gekommen. Sie sehen, das hängt 20 Jahre drin, eigentlich von Struktur bis auf den Markt. Das zeigt deutlich, das zeigt ganz klar hier, die Chemie ist extrem wichtig, weil das ist eine semi-typische Semisynthese. Hier sind die drei, sagen wir, wichtigsten Synthesen aufgezeigt, auch in diesem Buch, die da eine Rolle gespielt haben, sozusagen, die diese Entwicklung kanalisiert und möglich gemacht haben, weil die Struktur, der musste eben modifiziert werden, weil sie metabolisch instabil war für diesen Zell. Gut, das nur als Beispiele, wie ist die generelle Philosophie in meiner Gruppe, ehe wir jetzt zu diesen Impfstoffen übergehen. Man hat ja immer so eine gewisse Philosophie in der Gruppe, man hat eine ganze Menge Leute. Was wir machen, ist immer dieses Motto, first patent, then publish. Das heißt, immer erst patentieren und dann publizieren. Wirklich extrem wichtig, weil man soll sich nichts vormachen. Es ist immer sehr wichtig, wenn Sie auch ein Potenzial haben, so etwas kommerziell zu nutzen. Das ist natürlich ein Innovationstreiber. Und es ist immer wichtig, das vorher zu patentieren. Gerade bei den Impfstoffen gibt es ja eine ganze Menge Diskussionen, warum gibt man das nicht frei. Aber ich denke, das ist völlig naiv zu glauben, wenn man die Patente freigibt, dass übermorgen in Afrika und sonst wo, vielleicht in der dritten Welt, überall mRNA-Impfstoffe gemacht werden. Schlicht unmöglich, absolut nicht machbar, sehr komplexer Prozess, werde ich noch zeigen, schematisch, wie das Ganze funktioniert. Da steckt wahnsinnig Hightech drin, steckt unheimlich viel Geld natürlich drin, ist da reingeflossen. Gerade auch bei mRNA sind Milliarden, wenn man will, verbrannt worden, um diese Nanopartikel, um das Ganze hinzukriegen. Dann wäre das Ende jeder Innovation. Das ist nur einfach mal so. Es wäre naiv sozusagen zu glauben, man könnte eine Dynamik entfalten, wenn alles offengelegt werden würde. Das heißt, das machen wir sogar an der Universität. Alles was, oder die Universität prüft immer und nimmt dann in Anspruch. Gut, was wir machen, nimmt die Universität immer in Anspruch sozusagen, weil es immer diesen Link sozusagen zur pharmazeutischen Industrie gibt und dann gibt es so ein Beteiligungsmodell eben, falls das kommerziell angewendet wird. Das ist auch nicht kompliziert, man macht das heutzutage alles online, das ist jetzt eine EP-Anmeldung, ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Es kommt bei Patentanmeldungen, es geht immer um Prioritätsdaten, auch auf die Uhrzeit sogar an. Das heißt, die Erde ist ja eine Kugel, wir haben Zeitzonen und die Priorität zählt, wenn es nachher Streit gibt um Lizenzen. Deswegen ist es immer sehr wichtig, wenn Sie das einreichen, Sie kriegen eine Uhrzeit, alles genannt. Wenn es kommerziell relevant ist für irgendeine wichtige Krankheitsindikation und es sind, sagen wir mal, große Keyplayer involviert, gibt es mit Sicherheit Prozesse. Und dann geht es um diese Daten letztlich, Laborjournale, alles wird eingesehen. Gut, das war hier die Patentanmeldung, die war eben vor der Publikation, ist hier ein bisschen unscharf leider. Gut, danach feiern wir in der Regel, gibt es eine Champagne-Party und ein Buffet. Das ist dieser Krebswirkstoff, sehr talentierter Mitarbeiter von mir gemacht, Luca Lizzardo, der ist von Siena gekommen zur Doktorarbeit, der hat das Privileg der ersten Flasche. Gut, gehen wir über in die konkreten Projekte. Wir machen neben, sagen wir mal, Krebswirkstoffen, interessieren uns auch komplexe Terpene. Eines dieser Terpene, gut, ist jetzt nicht so komplex, diese Struktur, ist Cholesterol. Hier steht schon GMP-Cholesterol, also ist Good Manufacturing Practice. Die Idee war immer, dass es ein Cholesterol ist, welches in die pharmazeutische Anwendung geht. Ich werde Ihnen gleich noch zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen und worum es da geht. Das hat in der Regel Maxim Mund gemacht, bei mir, der aus Freiburg gekommen ist. In meine Gruppe, unheimlich talentierter Chemiker, der hat das Cholesterol so nebenher gemacht, in der Nachtschicht kann man sagen, ist eine Kooperation mit Corten Pharma, die wir hier gemacht haben, für die wir relativ häufig in Forschungsprojekten arbeiten und wo ich auch als Berater sozusagen tätig bin, um Projekte, sagen wir, theoretisch zu beleuchten, die interessieren. Maxim hat das sozusagen rund um die Uhr nebenher gemacht, der ist einer der Hauptleute, wir haben drei Leute auf diesem Neosorangizin. Ich habe gerade vorhin mit ihm gesprochen und gesagt, es könnte diese Woche komplett fertig werden. Gut, was hat es mit der Pandemie auf sich? Gehen wir in diese Pandemie rein. Worum geht es da? Sie alle kennen das vom Spiegel. Wir sehen hier sogar noch Donald neben seinem Best Friend Xi Jinping. Gut, ist schon abgedeckt. Jetzt hier sieht man noch Donald, alles Geschichte. Gut, alle möglichen Spiegelgeschichten, Titelgeschichten, eine Weltviruskrise. In der Tat, das ist es, wenn Sie die ganzen Folgen sehen, hier habe ich hier nochmal drei Titelgeschichten rausgenommen. Aber was war das eigentlich? Ja, das haben Sie, wenn Sie aufmerksam Zeitung gelesen haben, in letzter Zeit auch verfolgt, dass die FAZ hier, Frankfurter Allgemeine, 2.2.2021, fast ein Jahr her,
eine wichtige Geschichte. Beim Impfgipfel lernte auch die Bundeskanzlerin, gäbe es mehr Lipide, könnte man mehr Impfdosen produzieren. In der Tat war das so. Es ist nämlich in der Tat so, dass sie die eigentlichen, sagen wir mal, mRNA-Impfstoffe, ich zeige Ihnen noch gleich, wie es da zusammenhängt, ich will nicht sagen, dass man das einfach machen kann, man kann das aber in fast beliebigen Mengen, sagen wir mal, erzeugen. Das ist nicht das Nadelöhr bei diesen Produktionen. Das Nadelöhr war ganz klar die Lipide, weil das eine ganz neue Technologie war, sozusagen, um diese Substanzen zu applizieren. Und das war schon völlig korrekt, es war einfach ein enormer Bedarf an diesen Lipiden weltweit. Und wie funktioniert diese Infektion, diese Corona-Infektion? Oder ich habe noch hier ein bisschen was über die Impfstoffe, welche es mittlerweile gibt, weil da auch eine ganze Menge erzählt wird jetzt in letzter Zeit. Es gibt unterschiedliche Typen natürlich von Impfstoffen, wie Sie alle wissen. Die am klassischsten sind, sind diese sogenannten Totimpfstoffe, also deaktivierte oder nicht aktivierte Impfstoffe, wie zum Beispiel von der französischen Firma Valneva ist im Zulassungsverfahren. Ich denke, wird kürzlich kommen. Sogenannte Totimpfstoffe, und was macht man? Man kultiviert sozusagen in Zellkulturen Coronaviren bis zum bestimmten Level und dann tötet man die ab. Ganz simpel, als Chemiker schmeißt man Formaldehyd oder sowas rein. Es gibt auch ein ganz modernes Verfahren, so mit Elektronenbeschuss, jetzt glaube ich bei Fraunhofer, habe ich gerade gelesen, aber konventionell macht man das mit Formaldehyd. Da hat man sozusagen die ganze Biomasse und das injiziert man daraus sozusagen das gekillte Virus, auf Deutsch gesagt. Da haben sie noch sogenannte Adjuvantien dabei, das sind Aluminiumsalze, verschiedene andere Sachen, um sozusagen den Transfer auch in die Zelle zu machen. Das ist auch nicht so ohne, gut, obwohl da auf Deutsch gesagt auch viel Blödsinn, sag mal, in der Presse steht mit diesen Aluminiumsalzen, das war ja früher in vielen Deos drin, dass man so rausgenommen hat. Ich sage immer, bei Gift ist immer eine Frage der Dosis. Klar, auch Kochsalz ist tödlich, wenn Sie ein Kilo einwerfen oder so etwas. Und bei Aluminium ist es vielleicht nicht ganz so. Aber Aluminiumsalze sind per se natürlich nicht sozusagen gesunde Substanzen, aber das Niveau, über das wir reden hier, ist wirklich nicht wirklich gefährlich und definitiv nicht bei irgendwelchen Deos oder so etwas. Sag mal, da haben Sie diese Sachen drin und was da passieren kann, weil Sie diese ganze Biomasse reinkriegen letztlich vom Coronavirus, kriegen eine ganze Menge Biomasse rein, eine ganze Menge Proteine sozusagen. Sie können eine ganze Menge auch Autoimmunreaktionen oder sowas induzieren. Das heißt, das Ganze ist nicht wirklich so ohne, das muss man ganz klar sagen. Gut, es gehört zum Portfolio dazu, ist ein langes Konzept, was man sehr lange gemacht hat, wie Sie wahrscheinlich alle wissen. Ist ja okay, wenn es, sag mal, viele Leute, die jetzt Vorbehalte haben, sich nicht impfen zu lassen, die sagen, wir gehen auf was Konventionelles, wie hier von der französischen Firma im Zulassungsverfahren. Gut, dann gibt es die sogenannten Vektor-Impfstoffe. Da gibt es ja einige, AstraZeneca, kennen Sie auch alle, und gut, Janssen ist geschluckt von Johnson & Johnson, eigentlich eine belgische Firma, mit denen ich früher auch häufiger kooperiert hatte, als ich in Braunschweig war, also wirklich eine unheimlich gute pharmazeutische Firma. Was ist ein Vektor-Impfstoff? Was man macht, ist sozusagen aus DNA-Schnipseln macht man sozusagen den Bereich, der für dieses sogenannte Spike, also dieses Oberflächenprotein, relevant ist, und man nimmt als Vehikel, um das sozusagen in die Zelle zu schleusen, Adenovirus. Das ist aber auch nicht, logischerweise, nichts ist völlig unproblematisch. Die sind zwar ungefährlich, diese Adenoviren, aber es gibt auch Autoimmunprozesse und so etwas. Das heißt, mit diesem DNA-Schnipsel wird dann zunächst in unserem System sozusagen RNA gemacht und daraus das Spike-Protein. Aber wenn man so will, hat man den ganzen Bioschrott auch noch als Vehikel sozusagen vom Adenovirus auch Indus. Das heißt, das ist eine andere Konzeption, die man machen kann. Und dann gibt es Proteinimpfstoffe, auch ganz neu. Novavax ist auch eine amerikanische Firma. Was die machen biotechnologisch, stellen die sozusagen, das kann man auch chemisch machen mit Syntheseautomaten, das Spike-Protein her. Und das wird auch injiziert in Gegenwart von Adjuvantien, das ist die Konzeption. Das heißt, sie kriegen das Spike-Protein. Was man nicht macht, ist dann sozusagen unser eigenes System zu nutzen, um das Spike-Protein zu machen. Und dann natürlich diese mRNA-Impfstoffe, wie Sie alle wissen, die zunächst mal auf den Markt kamen von BioNTech und von Moderna. Gut, wie geht diese Virusinfektion eigentlich? Wir hoffen ja, dass wir hier keine, sie sind alle durchgeimpft, keine
keine Aerosole in dem Sinne, in großer Konzentration zumindest, in diesem Raum haben. Es geht eigentlich nur über Inhalation, also sagen wir, früher dachte man ja auch die Berührung oder so, aber das hat eigentlich wirklich keine wirkliche Relevanz mehr nach den Daten, die man jetzt kennt. Das ist tatsächlich die Inhalation. Das heißt, wenn Sie das aufnehmen in diesen kleinen Partikeln, in diesen Aerosolen und die Lunge ist zunächst, am meisten geht ja in den Rachenraum und je nachdem dann, wie die Konzentration ist, tiefer in die Lunge herein. Die lokale Aufnahme ist also in diesen Zellen sozusagen, dann in der Lunge. Und dann gibt es diese Vervielfältigung sozusagen, Virus wird verteilt im ganzen Organismus, die ganzen Organe werden verfallen, wir werden sozusagen nicht Herr dieser Sache, ist ja eine sehr gefährliche Infektion im Vergleich zu vielen anderen Infektionen, die wir kennen, auch sowas wie Grippe oder sowas, Sie kennen ja die ganzen statistischen Daten, die jetzt bekannt sind. Und dann gibt es diese Transmission, eben diese exponentielle Verteilung. Das heißt, wenn Sie irgendwas einatmen und man das messen würde, wenn Sie 10 Viren einatmen würden, würden Sie vielleicht 100 exhalieren und hätten noch jede Menge in Ihren Organen. Also unheimliche Power-Systeme sozusagen, was die Vervielfältigung angeht. Gut, wie geht das? Ich habe das hier mal schematisch dargestellt. Also wenn wir hier, sagen wir so 3 Viren nehmen, die inhalieren wir. Einfach, wenn wir es jetzt auf die zelluläre Ebene schieben, haben wir die inhaliert, dann kommt es hier zu dieser Zelle, dann gibt es diesen ACE-Rezeptor, das haben Sie auch alles gesehen, der sozusagen die Endozytose macht. Dadurch geht das Ganze in die Zelle rein, das komplette Virus, das fliegt auseinander. Jetzt kommt eigentlich das Gefährliche, das ist nämlich diese RNA-Polymerase von dem System. Das ist wirklich eine Power-Polymerase, die macht unheimlich schnell Kopien, also die kopiert unheimlich viel diese RNA-Schnipsel. Diese RNA-Schnipsel sind dann im Zytosol, die haben eine relativ kurze Halbwertszeit. Die gehen zum Ribosom, das ist ja sozusagen unsere interne Proteinfabrik. Ich zeige Ihnen noch so ein Cartoon nachher oder ein Movie, wo man sieht, wie das Ganze funktioniert. Das wird so zusammengesetzt. Das kommt sozusagen wie so eine Schraube, kommt von einer Seite RNA rein, hinten kommt ein Protein raus, sehr, sehr praktisch. Das Ganze funktioniert. Dann geht es noch in den Golgi-Apparat, wo ich kann die ganzen Details nicht machen. Und dann ist das Virus fertig, da ist ja mehr als nur das Spike-Protein. Sie wissen alle, das Viren, das ist immer der Streitfrage, ist es ein Lebewesen oder nicht. Die meisten Leute sagen, es ist kein Lebewesen, es hat keinen Metabolismus und so, kann sich nicht vervielfältigen, missbraucht sozusagen unseren Organismus dazu. Das funktioniert aber sehr effizient und gut, ich habe das hier einfach mal Faktor 3 gemacht. Aus einem Ding hier kommen 3, die Zahlen sind natürlich in Wirklichkeit ganz anders. Das nennt man dann Exozytose, das Zeug fliegt wieder raus aus der Zelle, verteilt sich, geht in andere Organe, schädigt die in. Am Ende kriegt man Multiorganversagen, wenn es eben schlimm läuft und es führt zum Tod. Sie kennen alle die Zahlen, 3 raus, 1 rein, 3 raus, natürlich viel schlimmer insgesamt, jetzt nur so schematisch dargestellt. Okay, was sind die Bausteine sozusagen oder wie macht man das? Wie macht man jetzt diese, oder wie ist die RNA aufgebaut, zeige ich Ihnen zunächst mal. Wir gehen ja sozusagen auf die molekulare Ebene. Die RNA ist ja ein Biopolymer, da gibt es sowohl Doppelstränge, also helikale Strukturen, Doppelhelix und auch einfache, unterschiedlich bei der RNA. Es ist sozusagen eine polymere Struktur, die aus relativ einfachen Bestandteilen zusammengesetzt sind. Hier in Blau habe ich mal eine Base hingemalt, dann gibt es immer einen Zucker, bei der RNA ist das eine Ribose und es gibt ein Phosphat, das nennt man ein Nukleotid, das sind diese Bausteine sozusagen. Die Base hier ist Adenin, das ist dieses Molekül, was wir genau kennen. Als Zucker ist es die Ribose und dann haben wir ein Phosphat. Das ist dann der Unterschied zur DNA, da haben wir die Desoxyribose, da fehlt die OH-Funktion. Gut, es gibt jetzt 4 verschiedene. Hier ist Guanin, Sie sehen, das ist leicht chemisch modifiziert. Das sind diese sogenannten Purine. Das sind so Bicycloverbindungen. Dann haben wir hier das nächste System. Das ist dann Cytosin, das ist Pyrimidin, nennt man so etwas, wieder etwas modifiziert. Das hier ist identisch. Jetzt kommt der große Unterschied zur DNA. Jetzt haben wir Uracil sozusagen, ist der Unterschied RNA-DNA-Level. Das sind die Bausteine, die es gibt. Das ist immer ein Nukleotid sozusagen. Und das Ganze sind dann, das, in der Chemie spricht man von Oligonukleotiden, wenn es dann mehr als eins ist. Und dann einige und Polynukleotide sind dann enorm lange Ketten. Wie es natürlich jetzt in der Fall ist, wenn Sie so eine Translation machen. Hier schreiben wir einfach mal so ein tetrameres System, wie man auch sagen könnte, so ein Oligomer
aus 4 Bausteinen hin. Das ist so ein Cytosin, wie das zusammengesetzt ist, ein Guanin, ein Adenin und hier wieder ein Uracil. Das ist so ein oligomeres Molekül. Ich möchte aber auf was anderes hinaus jetzt. Das sind diese simplen Phosphatreste, weil das ist sehr relevant jetzt auch bei diesen ganzen Überlegungen. Was ich hier rot eingekreist habe, das sind immer negative Ladungen, wie Sie hier sehen. Da sind immer so Minuszeichen dran, da hängen natürlich irgendwo Magnesium oder sowas in einer gewissen Nähe da dran. Aber das ist, sagen wir mal, wie man sagt, negativ polarisiert, wie man in der Chemie sagt. Das heißt, Oligonukleotide unter physiologischen Bedingungen sind instabil und durch diese negative Ladungskonzentration deutlich. Das ist auch der Grund, warum man das Ganze kühlen muss. Auch. Das Ganze ist instabil, das Ganze ist negativ geladen. Und das muss stabilisiert werden durch spezielle Lipide. Das ist der Trick dabei. Wenn Sie Revue passieren lassen, sagen wir mal, die ganze Entwicklung von den mRNA-Impfstoffen, das ist ja nicht wirklich total neu. Das gibt es schon seit einigen Jahren. Man hat eine ganze Menge Tierversuche schon gemacht, dass diese Sequenzen und so von Proteinen, das ist ja lange bekannt. Und aus der Biochemie ist schon sehr lange bekannt, dass man immer 3 Nukleotide braucht, sozusagen als Kodierung für eine Aminosäure. Ich zeige Ihnen das noch in einem Movie, in so einem Video, wie das Ganze abläuft. Sie haben das immer Faktor 3 Nukleotide für eine Aminosäure, um so ein Protein aufzubauen. Und man hat schon diese mRNA-Sachen länger gemacht, vor Jahren und in Tierversuchen, wenn Sie das injizieren, einfach nur die mRNA, da passiert überhaupt nichts, wie ein Placebo. Das Zeug wird sofort als Fremdkörper erkannt, wird sofort geschreddert, viel zu instabil. Wird sofort über irgendwelche Nukleasen in unserem Körper kurz und klein geschlagen, die einzelnen Bestandteile. Das heißt, überhaupt keine Halbwertszeit, sagen wir, für eine pharmakologische Wirkung. Völlig unwirksam. Das heißt, die Hauptentwicklung, das war ja auch am Anfang, was ich in der Presse gezeigt habe, der Engpass, waren die Lipide. Man hatte zunächst keine Ahnung, was man da machen muss. Hier nur noch mal ganz kurz, was Sie aus der Schulzeit vielleicht kennen, diese Unterschiede. Dieses, immer diese 4 Buchstaben. Das Uracil ist anders. Da haben wir Thymin in der DNA-Welt. Da haben wir diese doppelhelikalen Strukturen, hier haben wir beides eigentlich. Wichtig sind immer diese Wasserstoffbrücken, was man hier farbig dargestellt hat. Habe ich auch schon ein paar Mal. Das sind immer die gleichen. Das sind immer diese nicht sekundären oder diese nicht kovalenten Wechselwirkungen, Sekundärwechselwirkungen, sagt man. Das ist extrem wichtig im lebenden Organismus, sozusagen unterhalb der Schwelle einer wirklichen chemischen Bindung, so Assoziate, die sich bilden können. Gut, das ist, wie das aussieht. Jetzt zeige ich Ihnen einen kurzen Film, wo man sich ganz gut vorstellen kann, wie das eigentlich geht mit diesen Virusinfektionen. Wir haben hier einfach als Kette so eine RNA-Kette und hier in diesen unterschiedlichen Farben sind diese Basen sozusagen, diese Nukleotide aufgereiht. Und was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt das Video einschalte, das ganze Zeug schlängelt sich sozusagen im Zytosol rum. Und dann kommt es irgendwann zum Ribosom, das gibt dann so ein Duplex, das Ganze klappt zusammen und dann kommt diese sogenannte Transfer-RNA, es gibt noch eine weitere RNA, die Transfer-RNA. Das sind immer 3 Stück sozusagen, wo eine Aminosäure an so einen Zucker hängt, an diese Ribose wird die Aminosäure angedockt über eine ganz simple Esterbindung, das schwimmt also alles sozusagen in räumlicher Nähe vom Ribosom rum. Das wird dann kodiert zusammengesetzt und dann wird das wieder hydrolysiert über ein Enzym, eine Hydrolase. Okay, so sieht das aus jetzt als Video. Das schlängelt sich also jetzt hier einfach rum im Zytosol. So ist das bei den mRNA-Impfstoffen genauso. Jetzt gibt es diesen Duplex, unsere Proteinfabrik im Körper, das ist die Messenger-RNA. Jetzt kommt diese Transfer. Das sind 3 Stück, wie Sie hier sehen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen, wie die Maschinerie läuft. Da kommt immer, zack, eine Aminosäure rot und so ein Oligonukleotid. Hier sehen wir, wie in der Fabrik. Könnte auch in Wolfsburg sozusagen sein. Immer 3 Stück. Das sind immer diese Wasserstoffbrücken, die Sie hier haben. Und Sie sehen, die Kette wächst. Genau das passiert in unserem Organismus sozusagen. Hier sehen Sie, von einer Seite rauscht es rein, hier wird es abgelesen, kodiert. Und am Ende kommt ein komplexes Protein raus. Das faltet sich dann, wie man hier sieht, wird abgestoßen. Könnte zum Beispiel ein Spike-Protein sein. Das ist immer das gleiche Prinzip. Das heißt, so kann man sehr gut visualisieren. Das ist wirklich molekular verstanden, wie das Ganze abläuft. Eigentlich völlig klar, wie macht man sozusagen diese Impfstoffe, diese modernen Impfstoffe. Das macht man wie so oft in biotechnologischen Verfahren.
Man modifiziert E. coli, ist ja so ein Arbeitspferd sozusagen in der Biotechnologie, indem man einschleust sozusagen, die erzeugen dann Teile der DNA von diesem Corona. Das ist ja alles sequenziert, wie man sagt, das ist alles sequenziert. Man kennt sozusagen die Primärsequenzen dieser ganzen komplexen Moleküle, man dröselt sie auf und kann sie dann aufbauen. Also hier haben wir mal so einen DNA-Schnipsel, ich habe das nochmal schematisch gezeigt. Daraus macht man dann eine Messenger-RNA, dieses polymere System mit den vielen negativen Ladungen, was sehr instabil ist, das muss jetzt stabilisiert werden. Jetzt gibt es diese Lipid-Nanopartikel, diese sogenannten LNPs, die ja auch immer durch die Literaturgeister, so ein Cocktail sagt man, sind vier Komponenten, ich zeige Ihnen noch genau, was das ist. Die stabilisieren das und da kommt noch Cholesterol dabei und dann ist das das fertige Molekül, das heißt RNA plus diese Teile, das habe ich jetzt mal Steroid stilisiert. Das gibt dann so eine Art Selbstorganisation, das ist ein interessantes Phänomen. Diese Lipide, diese langkettigen, die haben das Phänomen, dass sie wie Mizellen oder sowas bilden, wie so Urzellen. Das ist auch sehr relevant, diese Forschung, wenn sie in die Evolution zurückgehen, diese, sagen wir, wie ist das Leben entstanden oder so, beschäftigen sich ja sehr viele Wissenschaftler mit. Und das sind diese Selbstorganisationsphänomene, sehr bedeutsam von diesen langkettigen Molekülen, die formen solche Hüllen. Und genau das nutzt man sozusagen hier aus. Es gibt diese Hüllen, das stabilisiert diese instabile RNA, hier hängt noch Cholesterol mit drin. Und diese Lipide sind extrem wichtig, das ist nicht sozusagen vom Himmel gefallen, man hat da auch sehr viel Lehrgeld bezahlt. Die sehen also so aus, gut für Chemie, für, sag mal, mich als Naturstoffsynthetiker relativ langweilige Moleküle, das sind einfach nur lange Ketten, alles noch nicht mal ein Chiralitätszentrum sozusagen gleich, wenn Sie das abzählen. Da hatte man eine ganze Menge Probleme, die waren sehr problematisch. Das sind diese ersten Forschungen, die man gemacht hat in diesen ganzen Tierversuchen bei Moderna. Das waren relativ toxisch, diese Verbindungen, weil kationische Sachen sind immer nicht so gut in unserem Organismus, kationische Lipide. Und was man gemacht hat, nachdem man wirklich Milliarden Investitionen gemacht hat, man hat über 300 solcher Substanzen getestet. Man hat diesen Stickstoff, sozusagen, wo nachher diese kationische Ladung ist, mehr in das Molekül reingefrachtet, ihn abgeschirmt, sodass der nur noch diese Nanopartikel, also diese Substanzen hier, das ging nur in Petrischalen, hat alles nicht funktioniert, das war toxisch. Man hat es modifiziert, man hat den Stickstoff weiter nach innen gepackt und das sieht jetzt so aus, das ist die, sagen wir, die wichtigste Substanz, ist das hier, eben haben Sie gesehen, war das am Ende, jetzt haben Sie Chemiker reingepackt, das ist hier stärker abgeschirmt, das ist das von Comirnaty, was wahrscheinlich viele gespritzt bekommen haben, von den Anwesen, der erste Impfstoff von BioNTech, das wichtigste Lipid eigentlich, was jetzt diese Stabilisierung gemacht hat, dieser azidischen Geschichten, diese hohe negative Ladung, weil das ist wirklich sehr interessant, wenn das sozusagen gespritzt wird und es kommt an die Muskelzelle, dann wird das polarisiert direkt, die Zelloberfläche ist auch negativ, ist auch sehr relevant. Man braucht also einen Counterpart, um zu Wechsel zu wirken mit der Zelloberfläche, damit das Ganze eingeschleust wird. Das ist diese potenziell positive Ladung, das kann sozusagen protoniert werden, wird positiv. Das ist eine Komponente, die wichtigste. Die Außenseite, das sind die sogenannten Pegylierten, das sind diese immer mit diesen alternierenden zwei Kohlenstoffatomen, immer CH2 und Sauerstoffe, das ist dann polarer. Das ist die Außenseite sozusagen des ganzen Partikels, man spricht dann von einem pegylierten Lipid. Jetzt ist noch ein Phospholipid, was auch die Ummantelung sozusagen des RNA-Fragments macht. Das ist ja auch eine geladene Struktur. Sie sehen, das ist ein internes Salz sozusagen. Und dann schließlich Cholesterol als sehr wichtige Bestandteile, als Stabilisator sozusagen für diese Partikel. Und Cholesterol ist ja auch in unseren Zellmembranen. In jeder Zellmembran haben wir Cholesterol in unserem Organismus. Wie Sie alle wissen, haben wir im Leben, jeder von uns hat so 150 Gramm Cholesterol, natürlich als, nicht als freies Cholesterol, bekommen Sie keine Angst, sind meistens Lipoproteine oder sowas, also nicht frei, sondern glücklicherweise alles gebunden. Das heißt, freies Cholesterol wirklich nur in sehr geringen Konzentrationen. Wir haben es alle in den Zellmembranen. Das heißt, Cholesterol ist wichtig
für einen lokalen Konzentrationserhöhung. Das heißt, wenn Sie diese Injektion bekommen, das, was stattfindet, ist ja nicht nur in einigen Kubikzentimetern Muskelzelle, wenn Sie es in den Oberarm injiziert kriegen, wo das ganze Geschehen stattfindet, kriegen Sie eine lokale erhöhte Konzentration. Das Ganze ist im Milligrammbereich in der Dosis, was Cholesterol angeht. Das macht neben der Stabilisierung, das flutscht sozusagen durch die Membran durch und wird in das Cytosol freigesetzt. Das ist sogenannte Endosome Escape, wie man das nennt. Das heißt, eine sehr wichtige Wirkung. Dann ist noch Phosphatpuffer, Saccharose, Zucker darf nie fehlen und Wasser natürlich für die Injektion. Gut, das ist das Ganze moderner, ist sehr ähnlich. Das Spikewax, Sie sehen, das ist ein bisschen anders. Die Kette war eben länger, das ist unabhängig voneinander. Alles entwickelt, alles patentiert. Es gibt überall Patente hier für diese Sachen. Gut, die gleiche Idee, die Ionisierung, selektive, hier die Pegylierung ist identisch. Das heißt, es ist nur dieses eigentlich Interessante, der Lipid haben sie modifiziert, was diese positive Ladung macht. Jetzt wieder dieses interne Salz, das ist auch identisch. Das war State of the Art. Cholesterol auch dabei, identisch. Gut, ein bisschen anders, Phosphatpuffer, Saccharose, Wasser natürlich, Drometamin ist auch eine völlig simple Substanz, so ein Aminoalkohol, Triol, ist auch ein Puffersystem, was in der Galenik so häufig angewendet wird, pharmazeutischen Wirkstoffen. Gut, das ist dieser Lipid-Cocktail. Gut, dieses Cholesterol spielt eine große Rolle, auch bei anderen Sachen. Man darf es aber nicht verwechseln, es gibt auch Liposome, das sind Doppelschichten. Das gibt es heutzutage schon alle möglichen zugelassenen Wirkstoffe, die sagen wir ähnlich funktionieren. Das ist aber so eine Doppellipidschicht, ist auch immer Cholesterol drin zur Stabilisierung dieser Doppelschicht hier. Hier haben Sie LNP sozusagen, das ist eine einfache Schicht, wo Sie es eingebunden haben und verpackt haben. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen, sozusagen, wie das funktioniert. Es wird eine sehr große Bedeutung haben für sehr viele Wirkstoffe, hat es auch schon. Die Bedeutung wird sozusagen zunehmen. Gut, wie wird diese Produktion gemacht? Das wird ja großtechnisch hergestellt in getrennten Systemen. Das wird sozusagen zusammengeführt. Wir haben die Lipide hier in den RNA-Bereich. Das wird hier gemischt sozusagen. Dann gibt es so eine Tangentialfiltration. Das ist so ein kontinuierlicher Prozess, wo Sie seitlich Produkte abführen können. Dann Reinigungsprozesse. Und dann wird das in die sogenannten Vials abgefüllt. Gut, das wird dann gekühlt. Das Ganze ist nach wie vor instabil. Es wird ja immer erst aufgetaut, kurz vor der Verwendung. Das ist bei allen diesen mRNA-Impfstoffen identisch. Okay, so sieht die Sache jetzt im Prinzip aus. Also diese Nanopartikel in dieser Lösung, wie wir es hier gesehen haben, wird in diesen Vials abgefüllt. Das wird aufgetaut, sozusagen auf Spritzen aufgezogen. Es wird noch verdünnt. Da ist es etwas unterschiedlich. Die Moderna Impfung ist sozusagen etwas höher dosiert, aufgetaut, verdünnt und dann injiziert. So ist das Ganze. Wie funktioniert es jetzt, wenn wir es auf molekularer Ebene uns nochmal anschauen? Also die LNPs gehen durch die Membran durch, diese Cholesterol schiebt es sozusagen durch die Membran durch, macht diesen Escape ins Cytosol, setzt das Cytosol frei, die mRNA schwimmt dann im Cytosol rum. Die Halbwertszeit ist wirklich sehr kurz, auch nach dieser Freisetzung. Und da kommt diese sogenannte Translation, die wir eben in diesem Video gesehen haben, mit dieser Kodierung, mit diesen trimeren Strukturen immer über diese Wasserstoffbrücken, wird das sozusagen abgelesen, jede Aminosäure und diese Organismen oder diese Viren hat man ja vorher die Proteine sequenziert, das heißt man kennt die ganze Aminosäure und dann kann man das RNA-Fragment designen. Das ist auch der Vorteil, wenn Sie jetzt an Resistenzen denken, das sehen Sie ja jetzt schon, die hinken so ein paar Monate hinterher. Die Natur ist natürlich immer etwas schneller. Je nachdem, was das Virus macht, hinken die mRNA-Firmen immer einige Monate hinterher. Das Zeug wird sequenziert, man kennt die Primärsequenz von diesem Protein und dann macht man über diese Kodierung immer drei Nukleotide für eine Aminosäure und baut immer wieder ein neues Spike-Protein oder Teile davon. Das ist übrigens sehr interessant. Das wird auch noch, das muss ich am Ende doch noch sagen, es wird immer noch chemisch modifiziert neben den eigentlichen Bausteinen. Das ist auch ein Geheimnis sozusagen der Firmen, weil das Zeug, obwohl es diese ganze Mimik dieser LNP-Formulierung hat, die Halbwertszeit immer noch relativ kurz ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum CureVac nicht zum Zuge gekommen ist. CureVac wollte es so natürlich wie möglich machen. Die haben nur die direkte Sequenz genommen, während dem BioNTech
Und Moderna hat synthetische Teile an den Anfang und das Ende gehängt. Das machen wir oft bei Wirkstoffen, auch bei Wirkstoffen, sagen wir mal, auf Peptidbasis oder sowas. Man macht dann eine unnatürliche Aminosäure rein, um unseren Verdauungsapparat oder so zu tricken. Wir verlangsamen nämlich dadurch den Metabolismus. Das heißt, wenn Sie eine Aminosäure haben, die gar keine natürliche ist und Sie bauen die in so einen Wirkstoff ein, dann haben unsere Hydrolasen erstmal daran zu knacken, bis sie das schaffen. Und das ist genau der gleiche Trick, weil diese mRNA auch im Cytosol so schnell attackiert wird, ehe sie beim Ribosom ist. Ja, bitte. Cytosol, was ist das nochmal? Ach, Cytosol ist die Flüssigkeit in der Zelle sozusagen. Also Sie haben die Membran, ist extrazellulär, intrazellulär, ist Cytosol, ist die Flüssigkeit sozusagen, wo alles rumspringt. Entschuldigung, also Sie können jederzeit natürlich zwischenfragen. Also es ist diese Translation zu diesem Spike-Protein und dass die zum Zuge gekommen sind, das kann man jetzt ganz klar sagen. Das wollen Sie haben die RNA nochmal modifiziert, Sie haben ganz einfach einen anderen Heterozyklus. Als Chemiker weiß man genau, wie das geht. Man nimmt dann nicht Uracil, sondern einen synthetischen Heterozyklus. Den baut man einfach ein, dadurch verblendet man sozusagen unsere Nukleasen, die das schreddern würden, liebend gern, so schnell es geht, weil es ein Fremdkörper ist. Aber es dauert eben dann ein bisschen. Und okay, wie sieht es jetzt aus, wenn wir es jetzt zellulär betrachten? Wenn ich also jetzt diese Nanopartikel gespritzt bekomme, wie ich es eben gesagt habe, die sind also für einen begrenzten Zeitraum stabil. Ich habe es mal hier in diesem Cartoon so ein bisschen stilisiert. Hier ist dieser Lipidcocktail, blau ist jetzt Cholesterol. Das Ganze geht durch die Membran durch, aufgrund dieser Mimik, das nennt man Endozytose im Cytosol, also in der Flüssigkeit drin. Das fliegt auseinander, das wird dann auch metabolisiert, diese langen Ketten, so über Beta-Oxidation oder so, das ist also nichts Besonderes, sagen wir jetzt biochemisch, wie das verhackstückt wird. Jetzt haben Sie dieses mRNA-Fragment, was wir eben auch gesehen haben in diesem kleinen Video. Das hat jetzt von der Halbwertszeit so viel Zeit, dass es diesen Duplex da gibt im Ribosom. Jetzt wird das abgelesen und das macht natürlich nur das Spike-Protein. Da sagte ich, ist der Vorteil dieser mRNA-Impfstoffe, die machen nur dieses eine Protein, nichts anderes. Keine Bio-Fremdmasse, nichts außer diesen langkettigen Sachen, die da verhackstückt werden über Oxidationsprozesse. Das heißt, dieses Spike-Protein wird erzeugt, das wird als Fremdkörper erkannt. Das gibt eine Antigenreaktion, das ist praktisch eine Protein-Protein-Wechselwirkung. Das sind unsere vom Immunsystem sozusagen die Polizei. Da gibt es eine Antigenreaktion auf dieses Oberflächenprotein, das wird verkapselt, das sind die Antikörper da, wird ausgeschaltet, ausgenockt sozusagen. Das sind dann die Antikörper, die entstehen und das wird sozusagen unser Immunsystem trainieren. Und Sie sehen das Potenzial dieser Substanzen bei, und das sehen Sie ja jetzt auch im Hintergrund, das ist sowohl bei BioNTech und Moderna eigentlich die eigentliche Idee gewesen, mit diesen mRNA-Substanzen auch in die Krebstherapie hereinzukommen, weil ein Phänomen gerade von soliden Tumoren ist in der Regel, dass die Oberflächenproteine haben, obskure Oberflächenproteine, wo die weitere Problematik noch ist, dass die schnell ändern sich, die auch individuell sind. Es wird also eine personalisierte Medizin sein. Das heißt, es müssen über eine Biopsie Tumorproben entnommen werden, dann muss das alles sequenziert werden, man muss das rausfinden, die Proteine, dann macht man die mRNA und dann kann man gegen Krebs impfen, wenn das alles funktioniert, weil dann haben Sie genau dieses gleiche Phänomen. Sie machen dieses Oberflächenprotein des Tumors, dieses wird erzeugt, es gibt Antikörper und dann haben Sie nicht nur normalerweise bei Tumoren, was ein großes Problem ist, haben Sie eine Immunsuppression. Das heißt, im sogenannten, wie heißt das, Microenvironment, dieses Gewebe um den Tumor herum gibt es immer eine Immunsuppression, weil Inflammationsprozesse ablaufen. Nicht so genau verstanden, warum. Und das kann man austricksen, sozusagen, durch solche Sachen. Das heißt, da ist unheimliches Potenzial drin in diesen Sachen. Gut, ich gebe zu, ich trage jetzt schon etwas lange vor. Ich will nur sagen, also es gab einen globalen Engpass dieser ganzen Lipide, auch wenn sie einfach aussehen, es geht immer um die Reinheit. Die müssen in höchster Reinheit hergestellt werden. Es geht immer um unheimlich hohe Reinheiten. Das sehen Sie auch bei den Nebenwirkungen, sagen wir mal, diese Vektorimpfstoffe. Das sind teilweise Verunreinigungen, Proteinverunreinigungen, die Sie da haben, die auch zu diesen Thrombosen oder sowas führen. Das sind oft Protein-Protein-Wechselwirkungen, die nicht gewollt sind. Sie haben da teilweise wirklich ein Reinigungsproblem. Das ist unheimlich wichtig, dass Sie das unheimlich gut in höchster Reinheit machen können. In der Regel war es so, dass Cholesterol als wichtigster Bestandteil oder ein wichtiger Bestandteil dieses Cocktails
ist eigentlich aus Schafwolle extrahiert worden. Sie können sich vorstellen, da sind hunderte von Substanzen drin, ist enorm aufwendig. Man kann es sogar noch machen, noch unappetitlicher, Rinderrückgrate werden geschreddert, sozusagen Rückenmark. Da kommen Sie in diese ganzen Geschichten rein, diese Enzephalitis-Geschichten, also Crazy Cow Disease oder Creutzfeldt-Jakob. Gut, das ist natürlich, sagen wir mal, das Risiko ist extrem gering. Ich möchte jetzt irgendwie nicht sozusagen Angst verbreiten, wenn Sie Cholesterol, was aus tierischen Quellen kommt, irgendwas mit BSE kriegen oder diese Prionenerkrankungen. Der Punkt ist, dass Prionen sehr stabil sind. Das sind ja fehlgefaltete Eiweiß- oder Proteinmoleküle, die extrem stabil sind. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, sagen wir, dass das da drin sein könnte. Der Vorteil ist, wenn Sie aus Pflanzen sowas herstellen, ist die Wahrscheinlichkeit null. So einfach ist das. Also das ist der Vorteil. Deswegen geht man generell, eigentlich, das bezieht sich nicht nur jetzt auf diese Impfstoffe, die pharmazeutische Industrie versucht mehr und mehr komplett von tierischen Produkten als Rohstoffen wegzugehen und so eine pflanzliche Basis zu verschieben aufgrund von diesen Proteinverunreinigungen. Okay, was wir gemacht haben, ist eine skalierbare pflanzenbasierte Synthese, ist auch schon ein Registered Trademark, Botanicol, ist ein Kooperationsprojekt mit Corben Pharma. Der schon gesagt, Corben Pharma ist weltweit Nummer 1 jetzt bei den Lipiden für mRNA-Impfstoff, hat auch einen Exklusivvertrag mit Moderna, wie Sie vielleicht auch in der Presse gelesen haben. Das heißt, teilt sich so ein bisschen auf. Hier in Deutschland, BioNTech arbeitet mit Merck und Evonik zusammen. Natürlich wird immer auf dem Weltmarkt auch eingekauft. Moderna arbeitet mit Corden Pharma zusammen in den USA. Und es gibt noch einige andere Firmen eben. Gut, wir haben das gemacht, diese Synthese, wie ich sie beschrieben habe, am 11. November 2020 um 5:30 in der Tat. Gut, ich kann Ihnen nach wie vor nicht zeigen, wie diese Synthese geht. Das ist in meinem Büro an der Tafel. Also ist eine 4-Stufen-Synthese, nur die ist patentiert. Die halten Sie aber trotzdem noch geheim, weil auch Patente, ich will keinen Namen nennen, von Staaten heutzutage, die Patente umgehen. Es gibt durchaus die Philosophie, sowas komplett zu geheim zu halten. Also ich habe auch noch keine Freigabe, jetzt sagen wir mal, über diese Synthese zu sprechen. Ist eine 4-Stufen-Synthese, kristallines Material, das ist immer sehr wichtig in der pharmazeutischen Industrie. Sie können das sehr gut reinigen, das ist deutlich einfacher zu reinigen. Wenn Sie Kristalle haben, das ist die erste Stufe, so sieht die aus. Also was wir machen, ist ein pflanzlicher Rohstoff, den modifizieren wir chemisch. Das ist die erste Stufe, das ist die zweite Stufe, Sie sehen immer schön weiße Kristalle, das ist mehr ein Schaum. Die dritte Stufe und dann kommt super reines Cholesterol heraus. Nach der vierten Stufe. Das kann man, das ist Maxim, das war nachts um 11 oder sowas, der hat hier 6-7 Reaktionen parallel gemacht. Das ist teilweise wirklich defizil, sagen wir, das hinzukriegen, zumal wir auch in der Lage sein müssen, das im großen Stil zu machen. Und das ist wirklich auch eine moderne Konzeption, gerade wenn Sie an die Punkte jetzt der neuen Regierung denken hier in Deutschland. Alles muss erneuerbar sein, grün sein. Hier ist es in der Tat so, es ist ein nachwachsender Rohstoff. Der wird in den Tropen angebaut, in großen Plantagen. Der kann geerntet werden, ist der Rohstoff für diese Synthese. Er liefert wirklich hochreines Cholesterol in 4 chemischen Stufen. Das nennt man eine Semisynthese. Das heißt, wir machen aus einem pflanzlichen Naturstoff einen weiteren Naturstoff. Cholesterol ist ja auch ein Naturstoff. Über 4 chemische Stufen, das ist innovativ und kostkompetitiv. Prozess, den man im großen Stil machen kann. Man kann das sehr gut reinigen. Es muss ja 99, was weiß ich, wie viel, 9 sein, ja bitte. Aus welchen Pflanzen wird er denn? Das darf ich auch nicht sagen. Da gibt es natürlich einige, die in Frage kommen. Ich habe sie aber auch in meinem Büro stehen, mittlerweile. Also eine kleine Variante davon. Das kann man im Tonnenmaßstab im Prinzip machen. Gut, dieser patentierte Prozess wird eine große Rolle spielen. Das habe ich hier nochmal zusammengefasst, um eben für den Weltmarkt das Ganze zu bedienen. Man kann das extrapolieren. Ich habe das hier gerade nochmal geschrieben. Moderna, Corden Pharma macht ja die Lipide für Moderna unter anderem. Also Moderna plant für dieses Jahr 3 Milliarden Dosen zu machen. Da steckt, ist eine einstellige Tonnenzahl sozusagen an Cholesterol allein drin. Das sind natürlich immer Minimengen, aber wir reden ja mit Milliarden. Das heißt, wir haben 9 Zehner Potenzen. Sie können sich vorstellen, da geht es um sehr viel, um sehr große Mengen, die erzeugt werden müssen. Das erklärt auch den Mangel. Der Technologietransfer, muss ich wirklich sagen, ist unheimlich schnell gegangen. Das ist eine Ingenieurleistung. Die industrielle Produktion wird an 2 Standorten gemacht von Corden Pharma.
auf dem alten Höchstcampus die ersten beiden Stufen, das bei Dijon in Genève, und die beiden letzten Stufen gemacht. Das heißt, wenn man sich das anguckt, das war bei uns, jetzt geht es in Kubikmeter-Töpfen, eigentlich jetzt ist eine sogenannte API Production Line, also wo solche Wirkstoffe gemacht werden in Genève. Das ist hier, sind Process, sogenannte Process Chemists, also Grenzgebiet, Verfahrenstechnik, Chemie, und wir wissen ja, unsere Chemie ist angesiedelt hier in der Verfahrenstechnik, das heißt, die Philosophie, die wir auch haben, ist vom Molekül zum Produkt. Das ist Flair und Jonathan, die sind eben da verantwortlich, was diese industrielle Synthese angeht. Gut, das war es auch schon, ich habe kräftig überzogen, das habe ich nicht allein gemacht, wir haben viele Leute. Gut, jetzt habe ich eigentlich nur gesprochen über Sachen, die Maxime gemacht hat. Wir wissen, wir machen eine ganze Menge anderen Sachen, die Rechnungen werden von diesen Leuten bezahlt, wir haben eine Menge Kooperationen. Gut, dieses Proteinvideo hat Raffaele teilweise modifiziert aus meiner Arbeitsgruppe. Dennoch möchte ich zitieren, wo die Urversion herkommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können gerne viele Fragen stellen. Dankeschön. Ist der pflanzliche Rohstoff allgemein was, sag ich mal, wo man mehr als genug vorhanden ist? Ja, klar. Es ist einfach eine Frage des Anbaus. Also in den Plantagen, das ist relativ groß, sozusagen wird das rausgewonnen. Das wird über Fermentation heutzutage gemacht. Der Rohstoff kann also in tonnenweise sowieso gekauft werden. Dann hätte man das nicht nötig, zum Beispiel, dass man wie jetzt die meisten Pharmaka eben auch in Fermentern in Transgenorganismen hergestellt werden, dass man zum Beispiel Transgenalgen und Mikroalgen herstellt. Genau, ich glaube, da wird auch dran gearbeitet, aber ich glaube, das gibt es noch nicht. Ist bisher noch einfach eine Ernte aus Plantagen. Wann erwartet man denn die Produktion solcher Impfstoffe auf diesen pflanzlichen? Naja gut, das ist ja jetzt, also das Einzige, was wir modifiziert haben, ist sozusagen der Zugang vom Cholesterol. Das ist natürlich der ist der Unterschied. Es gibt aber jetzt bei den anderen großen Herstellern, wie ich gelesen habe, auch einen pflanzlichen Zugang. Wir kennen den natürlich nicht. Also es findet sozusagen jetzt dieser Wechsel statt, würde ich sagen. Und es ist ja nur eine Komponente, sonst verändert sich nichts daran. Also alle anderen Stoffe sind ja identisch. Es sind ja vier Lipide, wie ich Ihnen gezeigt habe, das sind diese langkettigen Sachen, die eben diese Micellen und sowas ausbilden. Und Cholesterol ist sozusagen nur der Kick, um das sozusagen freizusetzen, sehr wichtige Geschichte, was ja auch schon angewendet wird. Es ist jetzt so, dass von den vier Stufen ist bis auf eine praktisch die industrielle Produktion, der ganze Scale-Up hat schon funktioniert. Wir arbeiten jetzt im der Kooperation noch an einer Stufe, da gibt es einige Probleme noch, wenn das im Tonnenmaßstab, was heißt im Tonnen, im Maßstab von einigen tausend Liter sozusagen, ja, gemacht wird. Aber das wird in einigen Monaten, denke ich, so sein. Es gibt schon Muster, die entsprechend interessierten Firmen haben alle schon Muster davon erhalten. Da werden nämlich an Testproduktionen gemacht und dann wird das irgendwie eingeschleust in den Produktionsprozess. Und zweite Frage, inwieweit ist denn die Angst der ganzen Impfgegner, die ja mit der Amt auch wieder zu sehen war, denn begründet aufgrund der Chemie? Ich würde sagen, die ist eigentlich nicht begründet, weil ich konnte jetzt nicht diese ganzen Dinge erklären, weil wir natürlich jetzt nicht so viel über Biochemie oder diese ganzen Sachen gesagt haben. Diese Angst, es wird ja immer behauptet, das kommt in unser Genom, sozusagen unser Erbgut herein, das ist, halte ich für völlig ausgeschlossen. Sie haben es ja selbst gesehen, wenn Sie das ganz natürlich machen wie CureVac, die haben noch nicht mal einen Impfstoff hingekriegt, wenn man das so sagen kann. Weil das Zeug einfach vorher kaputt ist. Und das Zeug ist so instabil, ich habe es ja auch gezeigt in Tierversuchen, wenn Sie es ohne Nanopartikel injizieren, wird es sofort geschreddert, sofort mausetot sozusagen, auf Deutsch gesagt. Wenn es in die Zelle reinkommt, hat es eine Halbwertszeit, ich weiß nicht, das ist ein paar Stunden, wenn überhaupt, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber extrem kurz für solche Prozesse. Es geht zum Ribosom, aber wenn es sozusagen an unsere DNA gehen müsste, ist erstens mal noch eine Membran, wo es gar nicht durchkäme. Und zum anderen müsste ja eine Umkodierung gemacht werden. Wir müssten, wenn das sozusagen in unser Genom sollte, müssten wir von RNA wieder auf DNA gehen. Das ist diese Reverse Transcriptase, die haben wir gar nicht, eine Transkriptase. Die besitzt unser Organismus nicht. Und dann gibt es noch ein zweites, ein Enzym. Wie heißt das Zeug? Fällt mir jetzt nicht ein, dass es sozusagen platziert wird in der DNA. Integrase, genau, das sind Biochemiker. Ja, das sind die zwei Systeme, die haben wir schlicht nicht.
Also mir ist absolut wissenschaftlich nicht klar, wie daraus wieder DNA wird und wie das funktionieren soll in diesem kurzen Zeitfenster sowieso. Also prinzipiell nicht und auch in diesem Zeitfenster nicht. Aber man kann generell sagen, die Infektion selbst ist doch viel gefährlicher, tausendmal gefährlicher, weil da haben sie den ganzen anderen Schrott, auf Deutsch gesagt, vom Virus noch mit drin, die ganzen Proteine und eine viel höhere Konzentration von diesem ganzen Zeug, von dieser RNA. Diese RNA-Polymerase vom Coronavirus, die kopiert wie der Teufel sozusagen die RNA. Die wäre ja dann erst recht in unserem Erbgut. Also ich sehe kein einziges Argument, eigentlich was das angeht, dass das irgendwelche enormen Spätfolgen oder sowas haben wird. Es ist, ich weiß nicht wie viele Milliarden, mindestens eine Milliarde, habe ich glaube ich in der Zeitung gelesen, sind geimpft. Es werden über kurz oder lang wahrscheinlich fast alle Leute geimpft sein, im Laufe der Jahre, gehe ich mal von aus. Und diese anderen, das ist ja immer ähnlich, selbst wenn Sie an die Vektorimpfstoffe denken, da haben Sie die DNA-Schnipsel in der Zelle. Was denn damit? Irgendwie. Und der Totimpfstoff ja noch schlimmer, da haben Sie den ganzen Virus, zwar ist die RNA-Polymerase irgendwie geplappt, aber sagen wir, Sie haben alle das ganze Zeug, alle Proteine wieder. Also ich sehe auf jeden Fall einen Vorteil von der Belastung her. Sie haben nur diesen Schnipsel mRNA bei diesen Impfstoffen. Und Sie sehen ja, das funktioniert auch. Sie haben ja die höchsten, sagen wir, Werte. Klar, wir müssen alle irgendwie nachgeimpft werden. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich auch schon die Boosterimpfung. Ich habe die auch schon, was weiß ich, Anfang November. Ich brauche wahrscheinlich demnächst die nächste. Klar, es ist ein dynamischer Prozess. Man weiß nicht, was das Virus macht, wenn Sie es sagen wir mal, über eine längere Zeitschiene betrachten, wäre es ja aus der Sicht des Virus, auf Deutsch gesagt, idiotisch, wenn es uns alle killen würde, sondern so ein Siechtuch für ein paar Wochen wäre ja der Optimaler, wie es bei den meisten Infektionen ist. Gut, ich meine, es gibt Kopierfehler und eben ein Selektionsprinzip, das sieht man ja bei Omikron, das setzt sich jetzt durch gegenüber den anderen. Ob es hier auch zu einer Abschwächung führt immer, das kann man nicht so genau sagen, sehr wahrscheinlich, es wird viel mit statistischen Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Es kann aber auch, was Herr Lauterbach hat es ja kürzlich gesagt, in die gefährliche Richtung gehen und dann ist es noch deutlich bedeutsamer, denke ich mal, geimpft zu sein. Und von der Technologie hinkt man immer vielleicht ein halbes Jahr hinterher, so ist es einfach. Sie können viel schneller reagieren, als wenn Sie das mit diesen, sagen wir, mehr konventionellen Verfahren machen. Das ist viel langwieriger. Und wie gesagt, das Potenzial ist enorm. Es wird bei Krebs, bei überall, also überall, wo Proteine eine Rolle spielen, definierte, wo man das genau kennt, wird das bedeutsam sein. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass das auf eine besondere Schädigung hinausläuft. Und was passiert mit den Lipiden im Körper? Ich sagte, die werden auch verhackstückt. Das sind hier langkettige Systeme, die werden metabolisiert. Das ist ja nicht, sagen wir mal, nichts Komplexes für unseren Organismus, dieser Abbau von diesen langen Ketten. Das haben wir ja auch natürliche Fettsäuren, die sind etwas anders, aber auch sehr lange Ketten. Das wird ja über Beta-Oxidation immer auf den Cs abgeschnitten, sozusagen. Ja. Nur diese hochaktive RNA-Polymerase fast in der Zelle, Anleitung? Ne, die wird freigesetzt, das ist ja so verkapselt. Das ist ja, die ist Bestandteil, ja, ja. Das Virus hat ja einige Proteine, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ich bin auch kein Biochemiker, wie viele Proteine, aber einige. Es gibt ja auch, sag mal, das ist auch ein sogenanntes Target, wie man sagt, diese RNA-Polymerase von Corona für Virostatika, also für Medikamente, die es ja auch zum Teil gibt. Da gibt es noch einige Proteasen, da gibt es ja jetzt schon, das sind diese sogenannten Virostatika, das sind die Medikamente, die es jetzt gibt. Und ich bin sicher, über kurz oder lang wird es einen Inhibitor sozusagen für diese RNA-Polymerase auch geben. Ich bin ganz sicher, dass man daran arbeitet. Es war jetzt, ich glaube, die 3D-Struktur, das war noch nicht so bekannt. Man hinkt einfach so ein bisschen hinterher. Das ist eine Frage der Zeit, bis das alles aufgeklärt ist, bis Sie eine genaue Idee haben, wie das aussieht. Und dann wird man Substanzen generieren und sozusagen das ausnocken können. Es wird aber, ich glaube, es wird immer zweigleisig sein. Diese Impfung wird eine große Bedeutung haben und auch Virusantika als Medikament. Aber das ist zeitlich versetzt. Es gibt ja jetzt schon zwei oder drei, glaube ich. Aber noch keins, soviel ich weiß, was Polymerase angeht, aber es wird kommen. Ganz sicher.
Ja, bitte. Wenn man jetzt schon das Synthese legt, in die Pflanzenübersiedelung, könntest du wohl jetzt einmotiviert oder war das ein Auftrag? Nein, es ist eine Kooperation, es ist ein Auftrag. Wir arbeiten relativ häufig für Corten Pharma. Das können Sie auch in den Presseerklärungen sehen. Corten Pharma hing sozusagen fest, die hatten schon damit gearbeitet und wir haben uns diese Synthese angeschaut und haben sie, sagen wir so, gemacht, dann, dass sie gangbar ist. Das ist aber ein typischer iterativer Prozess, also das machen wir sehr häufig, dass wir irgendwelche Projekte bekommen, die von Interesse sind und dann haben wir sozusagen ein Projekt über meinen Lehrstuhl, wo wir das bearbeiten und versuchen das zu lösen. Keine Fragen mehr, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Schimpfer, für diesen interessanten Vortrag und diesen Ausblick auch in das, was in Zukunft noch möglich sein wird. Und ich finde es sehr interessant, jetzt so kurzfristig auch zu hören, eine relativ neue Entdeckung, die jetzt so bald in die Praxis übergehen wird und da so schnell drüber hier von Ihnen Vortrag zu hören. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Das ist ein Erinnerungsgeschenk für alle, die hier vortragen. Das ist ein Bildband von diesem Ort hier, vom Magdeburger Rathaus, als Erinnerung an diesen Vortrag und dazu einen schönen Otto-Beutel. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, ich wollte vielleicht gerne darauf hinweisen, dass die nächste Veranstaltung ist am 21. Februar, Montag, und da geht es dann um den Barlower See. Also darum den Badesee wiederherzustellen, und wieder das Wasser zu klären und wieder als schönen Badesee herzustellen. Ja, wäre schön, wenn Sie da dann auch wieder hier wären, und für heute wünsche ich Ihnen einen guten Hauseweg. Schönen Dank. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Dr. Schinzer, es war ja ein sehr wissenschaftlicher, ein sehr fachspezifischer Vortrag. Und es war auch ein fachpolitisches Publikum da. Aber ich sag mal so, mein Nachbar fragt mich, wie war es denn? Und er hätte da auch mal zwei, drei Fragen, rein aus dem Alltag, sehr aus Altersdenken des Menschen her. Die erste wäre von den drei Fragen: In der Evolution der Menschheit, in der Menschheitsentwicklung, gab es ja schon immer Bakterien, Viren und. So. Wir haben bis heute überlebt, wie man so schön sagt. Ist jetzt Corona als das Gefährlichste anzusehen, was es bisher gab? Also von Pest im Mittelalter hat jeder schon mal was von gehört. Wer jetzt, sagen wir mal, schon ein entsprechendes Alter hat, kennt Keuchhusten, Masern, Mumps, wie auch immer in der modernen Zeit. Wie sehen Sie das in der Auseinandersetzung Natur, Mensch? Viren, Bakterien, außer Natur, Mensch. Danke. Es ist schon eine sehr gefährliche Krankheit, ein sehr gefährliches Virus. Man sollte es keinesfalls unterschätzen. Es gibt ja weltweit Millionen Tote sicherlich, ist ja alles erfasst. Mittlerweile, ich würde sagen, der Vorteil, den wir haben gegenüber früheren Zeiten, Sie haben ja Pest und so etwas erwähnt, wir haben eben deutlich mehr Kenntnisse heutzutage, was dort eigentlich passiert, wenn man im Mittelalter einfach eine bessere Hygiene gehabt hätte oder hätte durchschaut, dass das über Flöhe oder über Rattenflöhe übertragen wird, hätte man dort sicherlich auch schon mit relativ einfachen Mitteln deutlich mehr machen können. Nichtsdestotrotz, auch mit den ganzen Kenntnissen, die wir heute haben, wie ich eben schon sagte, sollte man sowas nicht unterschätzen. Und klar, wir haben hier auch gute Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Es gibt sehr wirksame Impfungen, es gibt sogenannte Virostatika, heutzutage also schon Medikamente, die eingenommen werden können, mittlerweile in extrem schneller Zeit entwickelt gegen dieses Virus. Aber man muss am Ball bleiben, sozusagen. Es wird nach wie vor für die pharmazeutischen Unternehmen eine große Herausforderung sein, sowohl gegen Bakterien oder Viren in der Zukunft sozusagen Medikamente zu entwickeln und Impfungen zu entwickeln. Aber man durchschaut es auf molekularer Ebene ganz gut heutzutage, was ein enormer Vorteil ist. Sehr gute Aussage, der da schließe ich gleich mal an, auch ein Mitbringsel aus meiner Nachbarschaft. Und zwar, wir leben ja, wir sagen es mal überspitzt, in einer Welt, wo Sarkotan umwoben wird, wo wir Hygienemaßnahmen, zumindest in Industriestaaten,
ein Teil der Erde, ein Großteil der Erde. Wie sehen Sie das? Ist der Mensch, sagen wir mal, im Gegensatz zu früher, ja, was ist früher, nicht mehr so immun gegen die Einflüsse von Viren, Virenbakterien, weil wir ein nicht notwendiges Hygiene, sondern ein vielleicht überstrapaziertes Hygiene auch auf chemischer Basis teilweise haben im täglichen Leben? Na gut, wir sind natürlich deutlich mobiler, das muss man schon sagen. Das sieht man ja, wie schnell sich so etwas verbreitet. Das geht ja ruckzuck, gerade bei Corona und es jetzt bei Omikron, dieser sehr infektiösen Variante, und es ist um den Erdball herum. Das ist einmal eine Frage unserer Mobilität, was natürlich schon ein Problem ist. Und klar, wir sind nicht mehr so naturverbunden, das muss man ganz klar sagen. Ich denke, klar, wir haben eine ganze Menge Schutzmechanismen heutzutage. Man sieht es natürlich auch teilweise zu leichtfertig. Man isst sozusagen alles. Das sollte man doch schon einschränken, würde ich sagen, oder sich genauer anschauen. Auch diese ganzen Wildtiermärkte und so, was ja spekuliert wird, wo das herkommt. Ich denke, das sollte man doch einschränken oder genauer untersuchen. Und da bin ich nicht so ein Freund von diesen. Also nicht so viel chemische Putz mit dem Haushalt, könnte man sagen. Ich schließe vielleicht noch eine letzte Frage an, und zwar gibt es ja auch den Diskurs zwischen wir, wie gesagt, entwickelte Staaten, andere Staaten, die noch nicht so den ganzen Niveau haben, der Industriestaaten. Wie sehen Sie das im Zusammenhang mit den Urvölkern, mit den eingeborenen Völkern, besserer Begriff fällt mir jetzt nicht ein, Entschuldigung, in den Wäldern oder woanders oder auf der Erde, in Südamerika und so weiter, sind die weniger anfällig für diese Viren, Bakterien, die jetzt im Zusammenhang mit Corona diskutiert werden, oder ist das jetzt ein Nee, das keinesfalls. Sie sind einfach isoliert. Das hängt damit zusammen. Also wir sind vielleicht zu mobil und die sind gar nicht mobil. Das hat es ja auch gegeben schon bei diesen ganzen früheren Seefahrtsentdeckungen und so, dass die Indios plötzlich mit Dingen infiziert wurden, die deren Biosystem sozusagen überhaupt nicht kannte, und sind in Riesenzahlen gekommen und verstorben. Das wäre heute noch genauso. Ich glaube nicht, dass da ein Effekt ist. Also von der Evolution haben wir sicher alle sehr ähnliche Sachen mitgekommen, aber mitbekommen, davor wären wir auch nicht gefeit. Ich nehme mal, es hängt genau damit zusammen. Bei uns geht es extrem schnell, weil wir so mobil sind, und die Urvölker oder so sind völlig isoliert. Die werden damit in der Regel nicht tangiert. Ich denke, da ist Corona auch noch nicht angekommen, wenn die wirklich isoliert sind im Urwald. Okay. Man sagt ja jetzt auch in Togo, wo diese Eruption des Vulkans war, da ist auch kein Corona-Fall. Und da wird ja auch sehr viel Wert drauf gelegt, jetzt bei den Hilfsgütern, dass die Leute zigfach getestet und so weiter sind, um nicht Corona einzuschleppen. Das ist das gleiche Phänomen. Eine ganz kurze Frage: Wie viele Impfungen brauchen wir hier noch vor Ort, um zu sagen, Corona ist Geschichte? Nun ja, viele Experten sagen ja vielleicht einmal im Jahr. Das kann man nicht so genau sagen jetzt, aber. Ja. Gut. Ja. Kameras Magdeburg, unser kleines Team, ehrenamtlich arbeitet, bedankt sich bei Ihnen, dass Sie noch Zeit gefunden haben. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, das war's. Dankeschön. Super. Ja, man kann auch den Vorteil noch abrufen. Man kann auch den Nummer hier abschließen.